Okay. Geht's los? Ja, hallo. Also dann wünsche ich einen schönen guten Morgen und sage recht herzlich willkommen zur Veranstaltung, Workshop, experimentellem Setting, überwacht und ausgespäht. Ich begrüße im Namen des Firmenforums Journalismus und Medien und unserer Kooperationspartner Forum Datenschutz, Presseclub Concordia, Forum Informationsfreiheit, Österreichischer Presserat. Habe ich ihn vergessen? Nein, ich glaube, das sind alle. Und danke an der Stelle an den Sponsor, die Wirtschaftsagentur Wien, Fördergeber, für diese Veranstaltung. Wir sind hier live und wir haben auch Gäste online, die ich auch ganz herzlich grüße. Im Online-Raum über Adobe Connect kann man sich zuschalten. Ich weiß nicht, wir sind wie viele Leute? Ah, hallo, 9 Leute online. Also ich muss ja dort reinwinken. So. David Rötler da hinten betreut uns und sagt uns auch, wenn im Chat was Interessantes steht, damit wir die Diskussion einbinden können. Ganz herzlich begrüße ich Matthias Spielkamp, unseren Keynote-Speaker. Ich sage, bevor ich Sie vorstelle, noch ganz kurz was zum Ablauf. Die Idee ist, Matthias Spielkamp tunt uns ein mit einer Tour d'horizon über die Themenstellung, worüber wir denn reden, was Überwachung einerseits geheimdienstliche, aber andererseits auch kommerzielle Datenauswertung denn für uns alle bedeutet, für uns als Journalisten und Journalistinnen und für die Meinungsfreiheit generell. Das wird in etwa ein halbes Stündchen dauern. Und dann eröffnen wir die Diskussion. Wir haben ein paar Inputgeber: Michael Pilz, Rechtsanwalt und Präsident unseres Vereins FIUM, Sarah Griesche, freie Journalistin, Alexander Wadilek vom Presserat, Geschäftsführer Pepi Zawodzki, Krypto-Experte Andreas Griesch, Forum Datenschutz und Astrid Zimmermann, entschuldige Astrid, Presseclub Concordia. Herzlichen Dank. Und natürlich sind auch Sie ganz herzlich eingeladen, sowohl hier mitzumischen. Oh, Markus Hameter, Finn, entschuldige, sorry. Markus, danke, Lydia. Vom Standard. Und Forum Informationsfreiheit. Und auch Sie online sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Wir werden schauen, wie das funktioniert. Die Idee ist, dass wir wirklich sehr viele verschiedene Aspekte des doch relativ komplexen Themenfelds abdecken und uns auch eine Meinung bilden können. Ich sage gleich dazu, ich bin in dem Thema keine Expertin. Ich hoffe, dass ich deswegen umso mehr in der Moderation auch auf unklare Fragen eingehen kann und beitragen kann, dass wir diese unklaren Fragen klären. Was mein Ziel ist, ist, dass ich mit einer Meinung und mit ein bisschen mehr Wissen hier rausgehe. Jetzt begrüße ich Matthias Spielkamp, der angereist ist aus Deutschland. Er ist Vorsitzender der Reporter ohne Grenzen Deutschland und im Vorstand und er ist Gründer und Geschäftsführer von iRights in einer Plattform im Internet, die sich eben genau mit Datenschutzfragen beschäftigt und trägt sehr viel zum Thema vor und hat auch schon seit langer Zeit viele Workshops gegeben zum Thema Security und sichere Kommunikation mit Zielgruppe Journalisten, Journalistinnen. Was auch immer zu ergänzen ist, können wir auch nachher diskutieren. Aber jetzt bitte ich Sie mal um Ihren Input. Wer testet? Nie verkehrt, wenn man die Geräte auch noch einschaltet. Ist es jetzt besser? Also jetzt funktioniert es. Okay, in Ordnung. Ich bekomme einen Daumen hoch. Also Frau Kraus, haben Sie herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das sagt man natürlich zu Beginn jedes Vortrags, zu dem man eingeladen ist. Aber ich freue mich wirklich ganz besonders, hier zu sein, aus zwei unterschiedlichen Gründen. Einmal, weil es mich gezwungen hat, meine Gedanken mal etwas zu sammeln zu dem Thema. Sie haben gesagt, ich trage häufiger dazu vor. Das stimmt. Aber ich hatte jetzt noch nicht die Anfrage, mal eben diese Tour d'horizon zu geben, wie Sie das genannt haben. Und da ist es natürlich sehr gut, wenn man dann mal einen externen Druck hat, um sich auch wirklich zu konzentrieren darauf und einiges auszuarbeiten, das auch ein bisschen
Gewicht bekommen. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Und das ist der zweite Grund, warum ich mich sehr freue, hier zu sein, weil ich das nämlich sehr gerne anschließend diskutieren möchte. Ich kenne ja jetzt erstmal diejenigen, die sozusagen offiziell eingeladen sind, als diejenigen, die dann etwas entgegnen hinterher. Entgegnen nicht im negativen Sinne natürlich, sondern im Sinne der Diskussion. Und da habe ich schon gesehen, dass da eben, dass ich mich darauf freuen kann, ja, auf diese Diskussion, die dann anschließend kommen. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt darauf, was alle anderen, die ich jetzt noch nicht kenne, dazu beizutragen haben. Der Titel ist Die Welt nach Snowden und was Journalisten und Journalistinnen nun tun müssen. Und ich möchte mit 52.600 Millionen Dollar beginnen. Der legendäre Filmproduzent Samuel Goldwyn hat ja mal gesagt, man soll eine Story mit einem Erdbeben beginnen und von da an langsam steigern bis zu einem Höhepunkt. Mal gucken, ob mir das gelingt. Mein Erdbeben für den Beginn der Geschichte hier sind die 52.600 Millionen Dollar. Ich sage absichtlich nicht 52,6 Milliarden, denn im Zuge dieser ganzen zum Beispiel Bankenkrise, ja, haben wir es uns angewöhnt, mit Zahlen zu jonglieren, zu denen niemand mehr ein Verhältnis hat. Und haben wir da eine Milliarde mehr, dann eine Milliarde weniger, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Aber wenn man mal versucht, das zumindest so ein bisschen wieder in Realität, zu der man eine Verknüpfung herstellen kann, zurückzuholen, dann funktioniert das vielleicht schon ein wenig mit den 52.600 Millionen Dollar. Das ist der Etat der amerikanischen Geheimdienste. Vermutlich. Man weiß es natürlich nicht genau, weil das geheim gehalten wird. Aber wir haben da ja so einen Informanten, Edward Snowden, Dokumente geleakt hat, in denen auch eine Zahl zu finden ist, beziehungsweise man die sich herleiten kann. Und von diesen 52.600 Millionen Dollar, die die amerikanischen Geheimdienste zur Verfügung haben, gehen 10.200 Millionen an die NSA. Das ist die Intelligence Agency, die uns inzwischen allen sehr vertraut ist, weil wir davon seit 1,5 Jahren im Grunde genommen tagtäglich in der Zeitung, im Internet lesen, im Fernsehen, im Radio hören. Und ich beziehe da aber noch eine andere mit ein, die uns nicht so sehr bekannt ist, das National Reconnaissance Office. Das sind nämlich diejenigen, die die Spionagesatelliten betreiben. Ja, Überwachungssatelliten, wie auch immer man das jetzt erstmal nennen will, die jedenfalls dann auch zu diesen Zwecken verwendet werden. Wirklich auseinanderfieseln kann man das alles nicht. Ist jetzt der Etat, den zum Beispiel die CIA hat und den höchsten Anteil an diesen 52.600 Millionen Dollar bildet, ist der jetzt davon irgendwie unabhängig oder gehört das nicht alles zusammen? Da kann man sich lange drüber unterhalten. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, wir reden von ungefähr 21.000 Millionen Dollar, die eben die NSA und dieses National Reconnaissance Office zur Verfügung haben. Und warum fange ich mit den Zahlen an? Naja, zum einen gibt es diese goldene Regel im Journalismus, follow the money trail, also immer dem Geld hinterher, ne, um zu gucken, wo sind irgendwelche Begehrlichkeiten, welche Interessen werden verfolgt und dergleichen mehr. Und zum Zweiten ist es natürlich so, dass dieser Etat an sich ein Problem darstellt. Denn da, wo unfassbar viel Geld ist, muss eine Verwendung dafür gefunden werden. Und es ist ganz klar, der Eindruck entsteht. Bin mal gespannt, ob das bestritten wird, aber es ist für mich ganz klar, entsteht bei diesen Zahlen. Das, was dort betrieben wird, bei den Nachrichtendiensten, wird unter anderem deshalb betrieben, weil sie zu viele Mittel zur Verfügung haben, für die sie einfach eine Verwendung finden müssen. Sie können alles machen, was sie machen wollen. Ich rede jetzt von den amerikanischen, auf andere komme ich gleich nochmal zu sprechen. Sie können alles machen, was sie machen wollen und sie müssen sich im Grunde genommen auch noch überlegen, worauf sie überhaupt noch nie selber gekommen wären, weil sie Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, die sie kaum ausgeben können. Und also um das nochmal kurz ins Verhältnis zu setzen, diese 52.600 Millionen Dollar sind 42 Millionen Euro. Jetzt frage ich Sie mal, ist ja ein Raum voller Journalisten. Kennt jemand von Ihnen den Verteidigungshaushalt Österreichs so auswendig? Bitte? Ah, okay, in Ordnung. Ja, dann müssen wir jetzt wissen, wie hoch das Gesamtbudget ist, aber ich löse es schnell auf. Ja? Es sind ungefähr 2 Milliarden Euro. Also 2.000 Millionen. Und für öffentliche Ordnung und Sicherheit werden 4.200 Millionen Euro ausgegeben. Das ist also ein Zehntel dessen, was der
was die US-Geheimdienste zur Verfügung haben. Die haben so viel Geld, wie in Österreich für Bildung und Gesundheit zusammen wird. Um das nochmal so ein bisschen zu veranschaulichen, ja? Diese unfassbaren Dimensionen, um die es da geht. So, und jetzt fragt man sich natürlich erstmal, ja, mit so viel Geld würde da nicht jeder übermütig werden. Aber das kann ja keine Begründung sein für das, was da getan wird. Ein bisschen näher ran an die Situation in unseren Ländern. Wir wissen vom deutschen Bundesnachrichtendienst, dass er ungefähr 6.500 Mitarbeiter hat. Amerikanische NSA hat, beziehungsweise die Agenturen zusammen, 30.000 bis 40.000 Mitarbeiter. Ist nicht ganz klar. Das Budget ist BND 553 Millionen Euro. Ja? Also nochmal 52.600 Millionen Euro, 553 Millionen Euro. Ich finde 553 Millionen immer noch ziemlich viel, muss ich sagen. Ja? Wenn man sich überlegt, was man damit so alles machen kann und wenn man sich die Preise anguckt, die inzwischen aufgerufen werden. Wir haben ja gerade aktuelle Berichterstattung dazu, dass der BND gerne 4,5 Millionen Euro zur Verfügung haben möchte, um Sicherheitslücken zu kaufen. Ja? Darauf im Detail nachher nochmal ein bisschen genauer. Jetzt ist aber zum Beispiel mal die Frage, jetzt habe ich über den BND gesprochen, hier sind wir in Österreich. Das Pendant ist ja das Heeresnachrichtenamt. Kennt jemand den Etat des Heeresnachrichtenamts und wie viele Mitarbeiter die haben? Das muss Ihnen jetzt nicht peinlich sein, denn man weiß nicht. Sie verraten es nicht und Sie werden auch offenbar nicht dazu gezwungen, es zu verraten. Nicht, dass Sie jetzt denken, ach, jetzt kommt der aus Deutschland und sagt, die Österreicher, ja, die kriegen es wieder nicht auf die Reihe. Ich bin nicht zufrieden damit, dass ich weiß, dass der BND 553 Millionen Euro zur Verfügung hat und 6.500 Mitarbeiter. Ich wüsste gerne sehr viel mehr darüber, was die tun. Ja, und wir bekommen es in Deutschland auch nicht raus. Der NSA-Untersuchungsausschuss wird an der Nase herumgeführt. Da werden Dokumente den Parlamentariern zur Verfügung gestellt. Die sind so geschwärzt, dass nichts anderes als die Grußformen übrig bleiben. Das ist kein Witz. Also es ist tatsächlich passiert. Und es ist aber doch trotzdem erstaunlich, dass in Ihrem Land, um das praktisch noch mal ein bisschen, also um das mal auf Ihre Verhältnisse hier zu übertragen, dass offenbar noch nicht mal die Parlamentarier, der Souverän, wenn man so will, sein ehrenvollstes Recht wahrnimmt, über den Haushalt zu entscheiden an der Stelle, denn es gibt keine Zahlen dazu. Es weiß niemand, wie viel das Heeresnachrichtenamt denn gerne hätte, bekommt, anschließend ausgibt und wofür und wie viele Leute da arbeiten. Und ich finde, das ist ein starkes Stück. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Kritik aus irgendeiner höheren Warte, sondern wir haben diese Probleme einfach in allen Ländern im Moment, und zwar in denen, die sich als Demokratien und die sich als rechtsstaatlich begreifen. Und da bin ich jetzt bei der Rolle oder bei dem Thema angekommen, um das es ja hier vor allen Dingen gehen soll, nämlich die Rolle der Journalistinnen und Journalisten in dieser Geschichte. Und ich möchte Ihnen etwas sagen, was vielleicht den einen oder anderen überraschen wird, vielleicht aber auch nicht, da bin ich ganz offen und gespannt. Die Snowden-Enthüllungen sind ein Triumph des Journalismus. Es ist der Journalismus ja gerade in den vergangenen Jahren heftig kritisiert worden. Er wird seiner Aufgabe nicht gerecht oder seinen diversen, zahlreichen Aufgaben. Es werden keine Geschäftsmodelle entwickelt für die neue Zeit und so weiter und so fort. Die Diskussion wollen wir hier gar nicht führen, sondern das ist ja nur der Grund, vor dem wir das diskutieren. Ich denke aber nicht, dass irgendjemand sinnvoll bestreiten kann, dass diese Snowden-Enthüllungen auch ein Triumph des Journalismus sind. Und das ist ja schon mal was in einer Zeit, in der allenthalben der Untergang des Journalismus und die vermeintliche Irrelevanz besungen werden. Worum es mir jetzt nicht geht, ist zu sagen, der Anteil von Ed Snowden ist gering daran. Ja, das ist ja, glaube ich, völlig selbstverständlich. Hätte es ihn nicht gegeben, wir wären nicht da, wo wir heute sind und hätten nicht die Informationen, die wir haben. Snowden selber ist ja jemand, der da sehr bescheiden ist, also nach außen. Ich kann da auch nicht natürlich ihm in den Kopf gucken, aber er gibt sich da unglaublich bescheiden und sagt, wenn er es nicht getan hätte, dann hätte es eben jemand anders gemacht. Aber die Frage ist natürlich, wann wäre diese Person auf der Bildfläche erschienen, wenn überhaupt, ja, hätte das noch 10 Jahre gedauert. Also das ist eine Spekulation, der man sich, glaube ich, nicht geben muss. Jedenfalls ist es erstaunlich, wie klug Snowden agiert hat, um die Welt eben aufmerksam zu machen auf diese gigantischen Verbrechen, die da von den Regierungen vorgeblich rechtsstaatlich agierender Demokratien an ihren Bürgern verübt werden. Und wir sind ihm dafür zu unendlichem Dank verpflichtet und jeder Preis, den er erhält, ist auch völlig gerechtfertigt. Und er bekommt ja viele im Moment. Er zahlt allerdings auch einen sehr hohen Preis.
Er hätte einen höheren Preis zahlen können, ja, das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber der, den er zahlt, nämlich in Moskau Unterschlupf gefunden zu haben, ist doch viel zu hoch. Und das liegt auch an uns. Und auch darauf komme ich dann später nochmal zurück. So, wenn ich jetzt von dem Triumph des Journalismus spreche, dann könnte mir natürlich vorgeworfen werden, ich wähle meine Worte da nicht mit Bedacht oder vielleicht sogar Zyniker zu sein, ganz im Sinne von only bad news are good news. Kann man natürlich auch sagen, only catastrophic news are the best news, oder nicht only, sondern die katastrophalen Nachrichten sind die besten Nachrichten. Wie kann das denn ein Triumph sein, wenn man davon erfährt, in welchem gigantischen Ausmaß wir überwacht und ausspioniert werden, ist das nicht vielmehr eine Tragödie? Ja, selbstverständlich ist die Tatsache eine Tragödie, aber wir reden ja hier über Journalismus. Und es ist die Aufgabe des Journalismus und seine ehrenvollste Aufgabe, jedenfalls sehe ich das so, die Mächtigen zu kontrollieren und ihre Vergehen aufzudecken. Und das ist eben hier in einem Ausmaß, wie selten an anderer Stelle gelungen ist. Und dieser Triumph wäre ohne den Journalismus schlicht nicht möglich gewesen. Und ich denke, da gibt es jetzt mehr hochgezogene Augenbrauen, aber das möchte ich auch mit zumindest drei Gedanken belegen. Snowden selber hat ja den Eindruck gehabt, seine Enthüllung nur mit Hilfe von Journalistinnen und Journalisten die Wirkung entfaltet. Er ist ja nun klug genug und technisch versiert genug, um zum Beispiel den ganzen Datensatz irgendwo im Netz zu stellen und den auch gleich so zu verteilen, dass er nicht wieder zurückgeholt werden kann. Also im Sinne von gesperrt, gelöscht und so weiter. Das wäre ihm schon gelungen. Ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber die Wirkung wäre eine völlig andere gewesen. Und das liegt zum einen daran, dass Snowden auch hier wieder bescheiden genug war, um zu erkennen, dass er selber die Geschichte eines oder eine Geschichte eines solchen Ausmaßes wahrscheinlich nicht hätte stemmen können. Dass ihm da Fehler unterlaufen wären, dass er vielleicht an manchen Stellen die Relevanz und die Bedeutung überhaupt nicht hätte abschätzen können. Also hat er sich Hilfe gesucht. Und er hat sich diese Hilfe nicht gesucht bei Amnesty International, auch nicht bei Reporter ohne Grenzen, wäre auch schön gewesen, aber und nicht bei der American Union. Alles Organisationen, die in solchen Dingen eigentlich sehr versiert sind und die ihm da auch unter die Arme hätten greifen können, sondern er wollte Glenn Greenwald. Weil der für ihn eben das verkörperte, was Journalismus selten genug ist, unbestechlich, schonungslos, direkt, in Greenwalds Fall auch rotzfrech, vor allen Dingen aber auch furchtlos. Ja, und in Greenwalds Fall sicherlich auch großspurig und ganz schön eingebildet, aber eine Haltung, die es mit jedem Gegner aufnimmt und sei er auch noch so mächtig. Die meisten von uns kannten ja Greenwald zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht. Also zumindest mir ging das so, ich musste dann erstmal nachschauen. Wer ist der Typ denn überhaupt, dem Snowden das alles anvertraut hat? Und dann konnte ich aber feststellen oder mir relativ schnell erschließen, warum Snowden ihm das alles anvertrauen wollte und warum er mit ihm zusammenarbeiten wollte, weil er sich einfach in den Jahren davor als jemand, der sich sehr für Bürgerrechte einsetzt und sehr scharf den Staat kritisiert hat, der diese Bürgerrechte beschränkt, einen Namen gemacht hat. Und zwar als Buchautor und als Kolumnist. Viele haben ihn zu dem Zeitpunkt auch Blogger genannt. Und das war ganz klar, um seinen Status zu verringern. Er war halt kein Journalist, sondern er war Blogger, hat dieses Internet reingeschrieben, ja, so ungefähr. Und ja, da können wir sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen, aber das Interessante hier daran, wie sich diese Sache entwickelt hat, ist ja auch, dass er Greenwald überhaupt nicht fassen konnte. Also Snowden konnte sich nicht an ihn wenden. Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier im Saal dieses sehr interessante Detail der Geschichte nicht kennt, für uns heute spielt es eine große Rolle. Greenwald konnte nicht verschlüsselt kommunizieren. Snowden hat versucht, sich an ihn zu wenden, hat gesagt, hier, ich möchte dir eine verschlüsselte E-Mail schicken. Greenwald hat gesagt, kann ich nicht. Dann hat Snowden sich die Mühe gemacht, ihm eine Videoanleitung zu basteln und zur Verfügung zu stellen. Und die hat Greenwald dann nicht zu Ende geguckt, weil er sagt, das nervt. Ja, das ist alles viel zu technisch, kümmere ich mich nicht drum, habe ich keine Lust. Der Greenwald muss sich eigentlich bis heute fragen, warum das Schicksal es so gut mit ihm gemeint hat, dass an der Stelle nicht einfach Feierabend war und Snowden gesagt hat, okay, du Pfeife, ja, dann gehe ich eben zu jemand anderem. Ja. Das hat er nicht getan, also er hat es getan in einem gewissen Sinne. Er hat sich nämlich eine andere Journalistin gesucht, bei der er die Hoffnung hatte, dass sie anders damit umgehen würde, und das war Laura Poitras, die inzwischen auch sehr berühmt ist, gerade eben einen Film in den Kinos hat, Citizen 4, über diese ganze Geschichte und die zu dem Zeitpunkt aber auch eher nur in einem kleinen Kreis von Leuten, die sich mit Überwachung und Nachrichtendiensten und so weiter befasst haben, überhaupt bekannt war.
Und an die hat er sich gewendet und die hatte schon Jahre zu dem Thema Geheimdienste gearbeitet. Die konnte ein bisschen besser mit der Technik umgehen und war eben auch in der Lage, verschlüsselt zu kommunizieren. Und hat es dann eben möglich gemacht, dass doch diese Kommunikation stattgefunden hat zwischen Greenwald und Snowden. Und dann ist es eben dazu gekommen, dass die beiden kooperieren konnten dabei, um diese Dinge aufzudecken. Und Poitras ist ja nach außen hin, ich weiß nicht, wer schon mal vielleicht ein Interview mit ihr gesehen hat, oder ich weiß nicht, vielleicht war sie auch zur Premiere hier in Österreich ihres Films da. Sie ist eine sehr bescheidene Person, geradezu schüchtern. Ja, aber sie ist natürlich seelenverwandt mit Greenwald, wenn es darum geht, dass sie genauso unbestechlich, furchtlos und hartnäckig ist, wenn sie ihr Ziel verfolgt und wenn sie ihre journalistische Arbeit macht. Das ist schon sehr beeindruckend. Jetzt kann man natürlich sagen, dass weder Poitras noch Greenwald der klassischen Definition einer Journalistin und eines Journalisten entsprechen. Die eine Dokumentarfilmerin, der andere Buchautor und Blogger. Ja? Aber ich glaube nicht, dass jetzt jemand behaupten würde in dem Fall, dass sie keine journalistische Arbeit gemacht hätten. Ich glaube, dass es bedenkenswert ist und dass wir vielleicht darüber später sprechen werden, dass Snowden sich nicht an den Guardian und an die New York Times gewendet hat, sondern er hat sich an Greenwald und an Poitras gewendet. Ja? Er hat sich an Personen gewendet, er hat sich nicht an Institutionen gewendet. Da sieht man eine Veränderung, die stattfindet und die sich hierin auch ausdrückt. So, der zweite Grund, warum ich einen Triumph des Journalismus sehe, ist die Qualität, die dann stattgefunden hat. Ein von mir persönlich sehr geschätzter Journalist hat kürzlich in einem Gespräch gesagt zwischen uns, dass das Wort Qualitätsjournalismus doch zum Unwort des Jahrzehnts gekürt werden muss. Ich stimme ihm da völlig zu. Es ist ja nicht zu dem Zweck erfunden worden, den Ausdruck Qualitätsjournalismus gibt es schon lange, aber inzwischen dient es ja nur noch dazu, so völlig abstruse Ideen wie das Leistungsschutzrecht für Presseverleger zu rechtfertigen oder eine vermeintliche Vorherrschaft des Journalismus zu behaupten, der auf Papier gedruckt wird, statt dem eben der durch irgendeine Datenleitung kommt. Und dass der Begriff jetzt gerade in Deutschland vor allen Dingen von Vertretern des Springer Verlags im Munde geführt wird, das spricht ohnehin für sich. Denn was die damit der Bild betreiben, das sollte man wirklich nach keinem Maßstab Journalismus nennen. Aber es gibt selbstverständlich Qualität im Journalismus, auch wenn ich diesen Begriff Qualitätsjournalismus ablehne, so wie er verwendet wird. Und eines der wichtigsten Kriterien für diese Qualität ist die Verlässlichkeit und Richtigkeit von Informationen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich mal Originaldokumente angeschaut hat von Snowden, aber ich war da ganz schön eingeschüchtert. Also wenn man sich diese Informationen anschaut, daraus einen Sinn zu destillieren und vor allen Dingen dann eben eine kohärente Geschichte zu machen, mit weiterer Recherche, die da ja notwendig ist, herauszufinden, was ist denn da eigentlich passiert, was sagen diese Dokumente aus, wen inkriminieren die und was haben die zu bedeuten, dann muss man sagen, das ist ganz schön schwierig. Also ich habe da die höchste Hochachtung davor, was die Journalisten dort geleistet haben. Und es ist ja tatsächlich so, nach 1,5 Jahren gibt es eigentlich keinen prominenten Fall, also keinen mir bekannten jedenfalls, bei dem man wirklich sagen könnte, da ist ihnen was richtig auf die Füße gefallen, da haben sie einen riesen Bock geschossen. Das heißt, die haben ihre Arbeit bis jetzt auch einfach ganz fantastisch gemacht. Natürlich sagen die Geheimdienste immer, ach, stimmt gar nichts, alles halb so wild und so weiter. Aber es ist noch nicht vorgekommen bisher, dass sie wirklich nachweisen konnten, das gibt's nicht. Das gibt es vielleicht nicht so, wie die beschrieben haben, also ist dann die Behauptung, aber das ist alles Mumpitz und ich kann Ihnen auch erklären, warum und kann Ihnen das auch belegen. Das ist nicht passiert bisher. Das heißt, da ist ganze Arbeit geleistet worden. Und dafür ist Journalismus notwendig, und zwar dieses System des Journalismus. Man braucht Leute mit vielen Jahren Berufserfahrung, die das einschätzen können. Man braucht die Professionalität, diesen ganzen Prozess so zu organisieren, dass alle Fakten immer und immer wieder überprüft werden, bis sie dann erscheinen, und schon auch eine gewisse Demut, sich bei bestimmten Fragen die Meinung von externen Experten einzuholen, die das einfach mal besser beurteilen können. Das ist alles passiert. So, und jetzt noch der dritte Punkt, womöglich der kontroverseste, warum ich glaube, dass es sich um einen Triumph des Journalismus handelt: die Orchestrierung der Enthüllung. Wir hören seit 1,5 Jahren von diesen Fakten, von diesen Geschichten, wir lesen sie in der Zeitung, wir sehen sie im Fernsehen. Gestern Abend in der Tagesschau bzw. in den Tagesthemen, ich weiß nicht, welche Rolle es hier in Österreich gespielt hat, aber die neuesten, wie eng Cable and Wireless mit dem GCHQ zusammengearbeitet hat, hat es wieder in die Hauptnachrichten geschafft.
Ich habe heute jetzt keine Zeitungen gelesen, aber ich weiß auch nicht, ob die noch Zeit hatten, das aufzunehmen, sonst müsste man mal morgen schauen. Es ist so, nach 1,5 Jahren sind das immer noch Headline-News. Das ist eine Leistung. Ja, es wird viel darüber geredet, wie wenig doch die Bevölkerung das interessiert und wie gering eigentlich das Interesse daran ist. Und ich muss sagen, ich weiß wenig darüber, wie groß das Interesse in Österreich ist, in den Medien und bei der Bevölkerung. Aber auch in Deutschland wird es ja häufig kritisiert. Und ich muss sagen, ich sehe das anders an der Stelle. Also was da 1,5 Jahre lang aufrechterhalten worden ist an Debatte darüber, das ist erstaunlich. Bei einem Thema, das alle Politiker gerne lieber heute als morgen vom Tisch haben möchten. Ja, und auch die Unternehmen ja gerne vom Tisch hätten. Ja, die sind jetzt zwangsläufig zu einer Art verbunden geworden, weil sie um ihre Geschäftsmodelle fürchten. Aber auch bei denen, wäre es sehr viel lieber, wenn es diese Diskussion nicht gäbe. Ich glaube, das ist selbstverständlich. So, und jetzt gibt es da eine große Debatte drüber. Ist es denn richtig, dass einige wenige Journalistinnen und Journalisten, und Greenwald ist eben einer davon, darüber entscheiden können, ob und wann sie diese Daten, die in ihrem Besitz sind, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen? Muss das nicht einfach alles freigegeben werden, damit unterschiedliche Medien damit beschäftigen können und so weiter und so fort? Und das will ich an dieser Stelle ein bisschen abkürzen. Ich könnte noch viel dazu sagen, aber dann eben auch in der Debatte. Ich habe nicht viel Verständnis für diese Art von Kritik. Denn zum einen wird sie natürlich hauptsächlich von denjenigen geäußert, die ihre Finger nicht an diese Daten bekommen können und die dann feststellen, hoppla, der Journalismus hat eine Warenform. Man kann mit diesen Informationen Geld verdienen und das ist ein Markt. Und auf einmal hat die Rohstoffe jemand, der nicht ich ist. Ja? Was für eine Katastrophe. Und wird das öffentliche Interesse beschworen und so weiter und so fort. Und ich möchte gerne die Fälle sehen, in denen solche prominenten Informationen oder solche wertvollen Informationen jemals vorher in größerem Maße geteilt worden wären. Strategisch ja, und das ist auch richtig. Das heißt, Medien haben schon immer zusammengearbeitet, um die größte Wirkung zu erzielen für das, was sie mit dem, was sie da erarbeiten. Zum Beispiel zwischen Regionalzeitungen und überregionalen Zeitungen oder zwischen Zeitungen und Fernsehsendern. Wenn man sich erhoffen konnte, dass Kollegen, wenn sie bestimmte Informationen bekommen, selber wiederum durch ihre Quellen an weitere Informationen bekommen, dann arbeitet man zusammen. Das ist richtig so und das ist auch völlig unbestritten, dass das gemacht wird. Und es wird ja auch hier gemacht, in einem ziemlich großen Ausmaße. Die Daten werden international ausgewertet. Der Spiegel hat Zugriff darauf. Die Süddeutsche Zeitung, also dieser Recherchepool aus SZ, WDR und NDR hat Zugriff auf einen Teil dieser Daten. El País hat Zugriff auf einen Teil dieser Daten. Ohnehin natürlich der Guardian, das ist ja völlig klar, der dann unter anderem aus strategischen Gründen auch wieder die Daten mit der New York Times geteilt hat, weil ja in England der Druck so erhöht worden ist, dass sie befürchten mussten, ihnen die Berichterstattung darüber verboten. Ja, Sie kennen die Geschichte davon, dass die Agenten zu Rusbridger gekommen sind und ihn gezwungen haben, die Computer zu zerstören im Keller. Da gibt es ja auch Videoaufnahmen davon. Also man ist fassungslos, ja, wie die dann da mit so einer Flex dann auf dem Mainboard rumkratzen. Also Wahnsinn, ja. So, Greenwald ist aber auch massiv unter der Gürtellinie angegriffen worden. Er habe Beihilfe und Anstiftung zu einem Verbrechen geleistet, indem er diese vertraulichen Informationen von Snowden veröffentlicht hat. Ihm wird natürlich vorgeworfen, die Grenze zwischen eigener Meinung und direkter Berichterstattung zu verwischen. Ein Kolumnist der New York Times hat in einer Talkshow gesagt, ich wäre fast bereit, Glenn Greenwald einzusperren, diesen Journalisten da draußen, der Snowden helfen will, nach Ecuador zu kommen. New York Times, ja. Bill Keller, ehemaliger Chefredakteur der New York Times, hat erklärt, dass unter seiner Leitung Greenwald niemals eine Byline bekommen hätte bei ihm in der Zeitung, ne? Also sozusagen als Reporter erschienen wäre, weil er ja kein Reporter sei, sondern Kolumnist. Und da gibt es ja eine strikte Trennung, ne? Also Greenwald macht offensichtlich kein Reporting nach Auffassung von Bill Keller, dem ehemaligen Chef der New York Times. Und Bob Woodward, sehr berühmt als jemand, der die Watergate-Affäre mit aufgegriffen hat, hat Greenwald dafür angegriffen, dass er seine Quelle nicht geschützt habe und keine zusammenhängende Geschichte aus den Informationen gemacht hat, die er erhalten hat. Also ich weiß nicht, ne? Da muss man schon sagen, Leute, bisschen mehr Bescheidenheit an der Stelle. Ich bin ja ein großer Fan der Medienkritik, weil ich auch denke, dass dieses System von Checks und Balances auch auf die Medien selber zutreffen sollte, aber irgendwann ist das auch keine Medienkritik mehr, sondern es ist der direkte und gezielte Angriff auf eine Art von Journalismus, der sich eben zumindest zum Teil anders versteht, als der Journalismus sich klassischerweise versteht, nicht immer verstanden hat, aber in den letzten Jahren eben.
und der sich darin äußert, dass der fair and balanced sein muss, beide Seiten müssen gleichwertig zu Wort kommen und so weiter und so fort. Und im deutschen Sprachraum, und da bin ich mal gespannt, ob das bei Ihnen auch so bekannt ist, da gibt es, also ich sage jetzt schon gleich im deutschen Sprachraum, in Deutschland erstmal, in Deutschland ist es so, dass das Zitat von Hans-Joachim Friedrichs, Mr. Tagesthemen, da sehr viel verwendet wird an der Stelle und geradezu als eine Art Credo verwendet wird. Ich will fast sagen, ein Gebot. Ein guter Journalist sei einer, der sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Haben Sie das schon mal gehört? Ist das ja auch bekannt, dieses Zitat? Ja. Und so wird er häufig zitiert. Und dann wird dann eben auch das als Gebot dargestellt, das keiner Begründung mehr bedarf. Das ist in mehrfacher Hinsicht irreführend. Also ich will durchaus kurz auf dieses konkrete Zitat eingehen. Hat jemand von Ihnen das Interview mal gelesen, das er gegeben hat damals, also aus dem dieses Zitat angeblich stammt? Das hat er quasi auf dem Totenbett dem Spiegel gegeben. Und das ist erschienen und hat Furore gemacht, weil es auch klug war und Friedrichs ja auch ein sehr kluger Mann war. Ich lese Ihnen mal die konkrete Passage vor. Der Spiegel fragt, hat es Sie gestört, dass man als Nachrichtenmoderator ständig den Tod präsentieren muss? Und Friedrichs antwortet, nö, das hat mich nie gestört. Solche Skrupel sind mir fremd. Also wer das nicht will, wer die Seele der Welt nicht zeigen will, in welcher Form auch immer, der wird als Journalist zeitlebens seine Schwierigkeiten haben. Aber ich habe es gemacht und ich habe es fast in Bewegung gemacht, weil du es anders gar nicht machen kannst. Das habe ich in meinen 5 Jahren bei der BBC in London gelernt. Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, nicht in öffentliche Betroffenheit versinken, im Umgang mit Katastrophen cool bleiben, ohne kalt zu sein. Nur so schaffst du es, dass die Zuschauer dir vertrauen, dich zu einem Familienmitglied machen, dich einschalten und dir zuhören. Da wird das schon mal sehr stark relativiert, ja? Wenn man diese Originalaussage hört. Er redet eigentlich gar nicht von dem Journalismus als Großen und Ganzen. Er redet davon, wie er damit umgehen konnte, dass er jeden Abend diese Nachrichten präsentieren musste von Katastrophen und so weiter. Aber richtig spannend wird, wenn man es ein bisschen weiterliest, das Interview. Da kommt nämlich später dann die Frage, trotzdem haben Sie Ihren Moderatorenjob in einem überparteilichen Sinne politisch verstanden. Sogar Ihre Naturfilme Wunderbare Welt bezeichnen Sie als Beiträge zur politischen Bildung der Menschen in diesem Lande. Ist das nicht ein bisschen überzogen? Und Friedrich sagt, als ich damit anfing, sagten die Kollegen da draußen in Lockstedt, da ist der NDR-Fernsehstandpunkt, was, du machst jetzt Tierfilme? Wir haben jetzt die ersten 4 Folgen wiederholt, weil ich in dieser Lage keinen neuen machen kann. Die hatten genauso hohe Einschaltquoten wie beim ersten Mal. Fragt der Spiegel, was ist daran politisch? Friedrichs, die Sendung hat eine grüne Botschaft. Wenn der Mensch sich weiter so bemüht, dann kriegt er das auch noch kaputt. Zum Beispiel der letzte Film, der über Biber. Das war kein reiner Tierfilm. Der Biber ist der Architekt unter den Tieren. Der plant, der baut und sorgt dafür, dass er über den Winter kommt. Das wird gezeigt, ganz klein, ganz genau. Ein wunderbarer Film. Nicht diese Elefanten, Löwen und Tiger sind die Stars, sondern so ein kleines Puscheltierchen, der Biber. Zitat Ende. Putzig, oder? Aber worum es mir ja geht, ist, und ich hoffe, das ist klar geworden, auch aus dieser Passage, Friedrich selber hat den Journalismus so verstanden, dass er eine Botschaft hat. Ja? Das ist natürlich jetzt völlig anekdotisch. Und diejenigen von Ihnen, die soziologischen, philosophischen oder auch medienwissenschaftlichen Hintergrund haben, die werden vielleicht sagen, was erzählt uns der Spielkram jetzt für Selbstverständlichkeiten, Objektivität im strengen Sinne und so, das gibt es ja im Journalismus ohnehin nicht, da geht es darum, dass die Fakten stimmen und so weiter. Aber ich bin ganz klar der Ansicht, dass im Journalismus diese Haltung auch einfach um sich gegriffen hat, dass es darum geht, dass wir dass dieser sogenannte He-Said-She-Said-Journalismus eine ganz besondere Qualität hat. Also, ich gehe zum Politiker und sage, was kostet uns denn jetzt die Rettung dieser Bank? Und der sagt 5 Milliarden Euro. Und dann gehe ich zu der Ökonomin beim Wirtschaftsforschungsinstitut und die sagt 25 Milliarden Euro. Ja? Und dann liegt die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte. Ja? 12,5, 15 oder so. Jedenfalls werden wir damit allein gelassen, weil wir haben ja 2 Aussagen, das ist abgewogen, ja, alle Seiten sind zu Wort gekommen und die Sache hat sich, aber die Frage ist natürlich, was stimmt denn? Ja, erstens, was stimmt und zweitens, was tun wir dagegen oder dafür, ja, je nachdem, um welches Anliegen es geht. Und das ist etwas, was ich eben für sehr problematisch halte und das ist etwas, worum es hier bei Snowden geht und was man an der Arbeit von Greenwald und dem Guardian und anderen eben auch sehen kann. Und da möchte ich Ihnen so noch ein Zitat vorlesen von David Gilmour. David Gilmour ist der Journalist, der das Buch geschrieben hat, We the Media, und der im Grunde genommen diese Idee des Citizen-Journalismus aufgebracht hat. Und der hat schon vor langer Zeit, ich muss gerade mal überlegen, ich habe es mir jetzt leider nicht notiert, es ist
einige Jahre, etliche Jahre schon her, hat er im Guardian einen Artikel geschrieben, in dem er viele Dinge aufgeschrieben hat, die er tun würde, wenn er jetzt eine Nachrichtenorganisation zu leiten hätte. Das waren, ich glaube, 22 oder so. Ich habe immer ein bisschen Problem damit, wenn Leute gleich 22 Punkten oder 50 Thesen oder so kommen. 10 reichen ja vielleicht erstmal auch, aber egal. Ich habe es mir durchgelesen. Und was er sagt ist, je mehr wir glauben, eine Angelegenheit sei für unsere Gemeinschaft von Bedeutung, desto hartnäckiger sollten wir selbst dranbleiben. Wenn wir den Schluss ziehen, dass ein Weiterverfolgen eines aktuellen politischen Wegs gefährlich wäre, sollten wir uns aktiv dafür einsetzen, die Menschen davon zu überzeugen, die Richtung zu ändern. Ja? Und ich glaube, dass das ist, was im Moment mit den Snowden Leaks getan wird. Und ich finde das sehr gut. Wir sehen eine, ich habe den Begriff Orchestrierung verwendet, wir sehen eine Orchestrierung eben nicht nur durch Greenwald selber, sondern auch durch andere Medien. Wir sehen, dass versucht wird, immer und immer wieder Daten auszuwerten und daraus Geschichten zu machen, die das Ganze nochmal weiterdrehen. Es ist schwierig, zum Beispiel in Deutschland nochmal eins draufzusetzen, dass das Handy der Kanzlerin abgehört wurde. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Das finde ich schade selber, weil da natürlich auch dahinter steckt, ach so, wenn Merkels Handy abgehört wird, dann ermittelt der Staatsanwalt, wenn 80 Millionen Bürger abgehört werden, dann interessiert das niemanden. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass für den Journalismus das ein Geschäft ist, wenn sowas passiert. Ja? Und da sind wir bei dem Punkt, und ich komme zum Schluss, da sind wir bei dem Punkt, was müssen Journalisten jetzt tun? Denn das ist ja der Untertitel oder der Haupttitel oder wie auch immer dieses Workshops hier. Ich glaube, Journalisten müssen drei Dinge tun. Das eine ist, also sie müssen natürlich ganz viele Dinge tun, aber ich sage jetzt mal, es gibt noch drei Sachen mehr. Ja? Das eine ist, beschäftigen Sie sich mit Technik. Lernen Sie, wie das da alles funktioniert. Das kann man schon mal damit beginnen, dass man selber lernt, E-Mails zu verschlüsseln. Ja, schon aus praktischen Gründen, weil es könnte ja sein, dass da mal irgend so ein Whistleblower kommt, der mit Ihnen verschlüsselt kommunizieren möchte. Und wenn Sie dem dann sagen müssen, kann ich nicht, schick mir doch mal ein Anleitungsvideo, ja, dann denkt der vielleicht dann beim nächsten Mal, ach nee, jetzt nicht die Greenwald-Nummer, so wichtig bist du nicht, da gehe ich lieber zu jemand anderem. Sie sollten das auch deshalb lernen, weil die Vorstellung davon, dass es nur interessant ist, wenn ein Whistleblower auf Sie zukommt oder wenn Sie investigativen Journalismus machen, falsch ist. Wir reden hier von anlassloser Massenüberwachung. Das heißt, alle unsere Kommunikation wird überwacht, es wird versucht, sie zu speichern, es wird versucht, sie zu analysieren, zum Beispiel auch zu einem späteren Zeitpunkt, wo die Situation entsteht, dass jemand, der im Fadenkreuz der Dienste ist, auf einmal irgendeine Verbindung zu Ihnen hat, ja, die vielleicht auch schon in der Vergangenheit liegt. Dann sind Sie auch im Fadenkreuz. Das heißt, die Vorstellung, die auch mir gegenüber von Journalisten schon geäußert wurde, ja, das ist ja alles ganz interessant, aber mich betrifft das nicht, weil ich nicht investigativ recherchiere, die ist einfach komplett falsch. Ja? Das betrifft die gesamte Bevölkerung, das betrifft ja nicht nur die Journalisten. Das betrifft Journalisten halt in dem ganz besonderen Fall, dass wir einen nicht ohne Grund immer noch privilegierten Beruf ausüben, der sowas wie Quellenschutz umfasst, der grundgesetzlich geschützt ist in den meisten oder verfassungsmäßig geschützt ist in vielen Demokratien. Ja? Und ich sage ja nicht grundlos, sondern deshalb, weil uns eine bestimmte Aufgabe zukommt. Und wir können zum Beispiel keinen Quellenschutz garantieren, wenn wir nicht versuchen, also garantieren können wir ihn, glaube ich, heute sowieso nicht mehr, darauf sicherlich nochmal in der Diskussion, aber wir können noch nicht mal Grundlagen dafür bieten, wenn wir nicht in der Lage sind, mit der Technik umzugehen. Es ist natürlich wichtig, über Technik Bescheid zu wissen, um besser einschätzen zu können, worum geht es denn jetzt hier eigentlich, was passiert hier und welche Bedrohungen entstehen da. Ich habe aber nicht den Anspruch, ich selber beschäftige mich seit vielen Jahren mit Internet-Governance-Themen und mit der Frage, wie werden zum Beispiel technisch Urheberrechte im Internet gesetzt. Ich erwarte nicht von Ihnen, wenn das nicht Ihr Spezialthema ist, das alles im kleinsten Detail verstehen. Es ist zu viel, es ist zu komplex. Ich brauche selber immer wieder die Hilfe von Experten, von Ingenieuren, von Informatikern und so weiter, um bestimmte Dinge zu verstehen. Aber wenn diese Sensibilität dafür nicht da ist, dann haben wir ein Problem. Das zweite ist, begreifen Sie solche Auseinandersetzungen wie die um die Snowden-Leaks, wenn es um unsere Bürgerrechte geht, tatsächlich auch als Ihre, als eine Pflicht dazu, diese Situation zu ändern. Es ist eine Situation eingetreten an der Stelle,
Und ich will überhaupt nicht sagen, dass die eine ganz eigene Situation ist oder eine ganz abgetrennte Situation von anderen, wenn wir zum Beispiel an die Bedrohung durch den Klimawandel und dergleichen denken. Aber es ist an dieser Stelle eine Situation eingetreten, an der wir als Journalisten dafür kämpfen müssen, dass sie sich ändert. Ich habe überhaupt kein Problem damit, das so zu formulieren. Wir können keine Betrachterrolle an der Stelle einnehmen. Wir müssen selbstverständlich dafür sorgen, dass wir alle Seiten zu Wort kommen lassen und die Argumente prüfen. Ja? Und am Ende ist die Sachlage so klar im Moment, dass uns einfach nichts anderes übrig bleibt, als unseren Journalismus auch dafür zu verwiesen, Dinge zu ändern. Und wir können diese Dinge, und das ist das Letzte, was ich sagen will, auf unterschiedliche Weise ändern. Wir können dafür sorgen, dass sie technisch geändert werden. Damit meine ich natürlich jetzt aus dem Journalismus heraus nur vermittelt, indem der Journalismus dafür eintritt, dass bestimmte Dinge technisch geändert werden. Ja? Verschlüsselung als Default bei Übertragungen von Daten im Internet. Da gibt es Regelungen, die dafür getroffen werden können und sollten. Und vieles davon ist politisch. Und das andere ist natürlich die ganz gezielt politische Forderung, die es da geben kann. Mehr Transparenz. Ja, Transparenz, umstrittenes Wort, aber hier an der Stelle ganz klar mehr Transparenz. Welchen Etat haben die Geheimdienste? Wie viele Leute haben die? Was tun die denn eigentlich den ganzen Tag? Ja, wem gegenüber müssen sie sich verantworten? Und an der Stelle natürlich auch der Einsatz dafür, dass eine bessere Kontrolle der Geheimdienste stattfindet. Ich sage jetzt erstmal noch nicht Abschaffung der Geheimdienste, das ist eine sehr weitreichende Forderung, der sich wenige anschließen würden, aber wir müssen ja überhaupt erstmal in der Lage sein, uns ein Bild davon zu verschaffen, ob wir Geheimdienste denn vielleicht abschaffen wollen. Und wenn wir diese Informationen überhaupt nicht haben, aufgrund deren wir uns dieses Bild machen können, dann stehen wir mit ziemlich leeren Händen da. Was aber ganz klar passieren muss, ist eben eine bessere Kontrolle der Geheimdienste. Und das kann auch sein, dass wir das nochmal vollständig überdenken müssen. Parlamentarische Kontrolle als falscher Weg, viel eher unabhängige Gerichte, die das kontrollieren. Da muss viel drüber diskutiert werden. Und diese Diskussion muss im Journalismus oder muss in den Medien geführt werden, sie muss vom Journalismus angestoßen werden. Das ist im Moment unsere Verpflichtung als Journalisten, dafür zu sorgen, dass diese Diskussion weitergeführt wird, stärker geführt wird, als sie im Moment geführt wird. Das habe ich ein bisschen überzogen, ne? Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Herzlichen Dank. Mich haben Sie nicht gelangweilt. Ich danke für die sehr pointierten Meinungen. Ich glaube, das wird uns gute Ausgangsbasis für Diskussion sein. Ich würde zunächst einmal fragen, ob es Fragen an den Matthias Spielkamp gibt, wollte ich signalisieren. Gut, gibt es Fragen an den Matthias Spielkamp hier an dieser Stelle? Gibt es Fragen? Von den Online-Teilen? Im Wesentlichen bin ich mit Ihren Formulierungen einverstanden, teile sie und unterstütze sie, aber es gibt einige Schwachpunkte, an denen nicht Sie schuld sind. Ich möchte Ihnen nur sozusagen einige Wirklichkeiten entgegenhalten. Ich bin seit vielen Jahren als Journalist tätig. Und es war immer mein Bemühen, ausgewogen zu berichten, viele Quellen anzuzapfen, alle, die möglich sind. Aber dann kommt ein Medieninhaber und sagt, weil der Fernsehbeitrag oder der Zeitungsartikel zu lang ist, müssen wir leider 20 Zeilen streichen oder ich weiß nicht, 30 Sekunden herausschneiden. Und das ist dann die andere Seite. Das heißt, ich habe zwei oder drei Seiten berücksichtigt und eine wird davon aus rein technischen Gründen gestrichen. Oder im Fernsehen, ich versuche eine Reportage zu machen und leider, wenn ich die andere Seite fragen will, ist kein Fernsehteam verfügbar. Und das ist mir bei einer Agentur passiert, dass dort sich einen Bericht geschrieben habe und in diesem Bericht eine gewisse Tendenz aufgezeigt habe. Also diese Firma, der geht es immer schlechter aus den und den Gründen. Und die haben meinen Text abgedruckt und haben geschrieben, und dieser Firma geht es immer besser. In meinen Beitrag hinein. Ich habe protestiert, es hat mir nichts genützt.
Ich habe gesagt, eine Redaktion, die derartige Gebräuche für normal hält, kann ich nicht zusammenarbeiten. Darauf wurde meine Zusammenarbeit gekündigt. Das habe ich jetzt. Wenn Sie wollen, ich kann mich brüsten, jetzt, ich bin ehrlich geblieben, aber ich verhungere dabei. Eine dritte Sache, die Geheimhaltung der Quellen. Sie ist in Österreich gesetzlich geschützt, wie Sie wissen. Es gibt in Österreich ein Mediengesetz, wo, glaube ich, in Paragraph 36 eben der Schutz der Quellen ausdrücklich verankert ist. Dieses Gesetz ist gut und schön, aber es wird von der Steuerbehörde zum Beispiel nicht beachtet. Wenn ich zum Beispiel Kosten, ich bin mit jemandem essen gegangen und ich bin nur in der Parkgarage gestanden, weil ich hinfahren musste, wird mir gesagt, du musst sagen, warum du mit wem, wo, worüber geredet hast oder warum du dort recherchiert hast. Wenn du das nicht sagst, anerkennen wir die Kosten nicht. Denen ist das Mediengesetz völlig wurscht. Es ist kein Finanzgesetz. Und das sind alles Schwächen, die den Zustand, den Idealzustand, den Sie geschildert haben, an allen möglichen Seiten annagt. Und wenn jemand das 20, 25 Jahre erlebt, dann wird er irgendwo das Handtuch schmeißen. Ich würde jetzt, glaube ich, ganz darauf verzichten, das zu kommentieren, oder? Weil Sie ja keine Frage hatten, sondern das eher so als Beobachtung mitteilen wollen. Okay, wenn es sozusagen um grundsätzliche Beobachtungen geht, dann würde ich mich vordrängen. Weil wir das ja sozusagen als Interessensvertretung von Journalistinnen und Schriftstellerinnen und Schriftstellern in Österreich machen, grundsätzliche Beobachtungen. Und ich möchte gerne an drei Punkten, die Sie genannt haben, anknüpfen. Und ich glaube, das bezieht sich eher auch, was Herr Swiedli gesagt hat. Das eine ist das Selbstverständnis des Journalismus. Ja? Also es gibt so dieses hehre Selbstverständnis, das wir hier in diesem Saal schon einmal erlebt haben, dass sozusagen fast 100 Journalistinnen und Journalisten der Meinung sind, ihre Aufgabe ist es, Skandale aufzudecken. Was heißt das, sich mit einer guten Sache gemein machen? Wir sind Watchdogs, wir decken auf. Alles andere ist nicht Aufgabe des österreichischen Journalismus. Jetzt will ich nicht sagen, dass jede Lokalreporterin oder jeder Fachjournalist dieses Selbstverständnis hat, aber die Mehrheit in der aktuellen Berichterstattung hat dieses Selbstverständnis. Sie handelt nicht immer danach, aber es ist sozusagen das, was wir öffentlich artikulieren. Journalismus heißt Skandale aufdecken. Sozusagen Äquidistanz halten, mehrere Seiten zu Wort kommen zu lassen. Auch das sind in erster Linie Antworten, die Journalistinnen und Journalisten bei Meinungsumfragen geben. In der Realität ist keine Zeit in der Redaktion, kein Platz im Text oder in der Sendung. Chefredakteure, Ressortleiterinnen haben gekürzt oder nicht zur Verfügung gestellt. Andere Meinungsträger oder die anderen Gruppen Betroffene sind nicht erreicht worden. Das ist ja im Alltag, vor allem wenn man tagesaktuell arbeitet, fortsetzbar. Bei allem, was Sie genannt haben, was Qualität im Journalismus ausmacht, würde mir schon genügen, wenn diese Grundprinzipien eingehalten werden würden, dass sich verlassen kann, dass die Informationen richtig sind, dass Informationen überprüft werden und sozusagen das Selbstverständnis in die Richtung wandern würde. Journalismus heißt Berichterstattung über das, was ist. Nicht nur Aufdeckung von Skandalen. So froh wir sind, wenn Sie das einen Triumph des Journalismus nennen, würde ich sagen, nein, nicht schon wieder. Mir wäre froh, wenn wir mal eine ordentliche Berichterstattung hätten. Also ich bin da ein bisschen bescheidener im Anspruch. Natürlich sind wir alle froh, wenn Skandale aufgedeckt werden. Zweiter Punkt, sozusagen Quellenschutz, weil das ja auch der Herr Swiedli angesprochen hat. Wir haben im Mediengesetz das Redaktionsgeheimnis verankert, es sind Juristen und Juristinnen da, die das wahrscheinlich noch besser erklären können, aber es gibt keinen garantierten Informantenschutz.
Es wird immer vom Informanten- und Informantinnenschutz geredet. Den gibt es nicht. Wenn die Redakteure ihre Quellen nicht schützen, sind sie ungeschützt. Wenn sie nicht mit verschlüsselten E-Mails kommunizieren, ist gar nichts geschützt. Und ich habe eigene Erfahrungen, wie schnell wir ins Fadenkreuz kommen. Als ich begonnen habe vor vielen Jahren, ich bin schon so alt, haben wir Stasi, also hat sozusagen der Nachrichtendienst, der österreichische Staatssicherheitsdienst genannt, Akten angelegt, Journalisten und Journalistinnen, wie geht das? Wir hatten einen Presseausweis beantragt, der wurde vom Innenministerium vidiert, auf einen Akt gehabt. Ganz wurscht, was gemacht hat, war vollkommen wurscht. Ja. Dann gab es das Recht, Einsicht zu nehmen, siehe da, viele waren überrascht, dass es einen Akt über sie gab. Jetzt bin ich sozusagen befreundet im Facebook mit meinem Ex-Mann. Der stammt aus Ägypten. Der hat wiederum im Facebook Kontakte mit Leuten, die im Fadenkreuz sind, von unseren jetzigen Nachrichtendiensten, weil die müssen ja die muslimische Szene überwachen. Ja, und schon bin ich im Fadenkreuz der Nachrichtendienste und kriege ich sozusagen mal einen offiziellen Besuch, sodass ich weiß, dass ich ins Fadenkreuz geraten bin. Ja. Naja, ist ja schon ein Vorteil, oder? Wissen Sie? Ja. Oder diese berühmte Geschichte von unserem Kollegen Karl Wendel, der sozusagen telefoniert hat, Flüchtigen, und dann erst aufgekommen ist, dass natürlich das Telefon des Flüchtigen überwacht worden ist und sozusagen mit dann auch seins. Weil in dem Moment, wo jemand sozusagen, wenn eine gerichtliche Telefonüberwachung genehmigt ist, wird nicht ein Redaktionsgeheimnis ausgeschlossen. Das ist dezidiert im Gesetz auch so festgelegt, ja? Dass die Strafprozessordnung über dem Medienrecht steht. Das Medienrecht ist halt nur ein einfaches Gesetz. Was das heißt, bitte kann der Michael Pilz ja dann noch näher ausführen. Und sozusagen damit, also mein Schlusswort, die Rechte der Journalisten, ja, es gibt Rechte der Journalisten. Erstens sind viele ohne Konsequenzen. Es gibt das Recht, dass in meine Arbeit nicht eingegriffen wird. Es gibt denn sozusagen auch den Meinungsschutz von Journalisten, dass ich nicht gezwungen werden kann, etwas zu arbeiten, zu berichten, dass wieder meine Meinung ist, aber ich verliere halt dann meinen Job oder ich habe dann halt keine Arbeit mehr. Es ist kein durchsetzbares Recht. Es sind keine einklagbaren Rechte. Und das ist ein großes Problem und es gibt hier, wie Sie schon gesagt haben, überraschenderweise in der Zwischenzeit auch von den Medieneigentümern und von den Journalistenverbänden sozusagen einen gemeinsamen Vorstoß, dass das geändert wird mit der Abschaffung des Amtsgeheimnisses, damit wir nämlich endlich wissen, wie viel Mitarbeiter der Heeresnachrichtendienst hat und wie viel Budget. Weil das wird ja, kann ja nicht, das würde ja wahrscheinlich trotzdem geheim bleiben, auch wenn das Amtsgeheimnis fallen würde, weil das sozusagen nationale Notwendigkeiten da sicher vorgeschoben würden. Aber das gehört ja genauso dazu, die Rechte gehören gesichert und die Möglichkeit, Informationen zu erlangen, gehört auch einmal erst erkämpft. So. Ja, wird wahrscheinlich ein bisschen, also ich versuche es ganz kurz zu machen, weil wir ja noch viel diskutieren wollen. Ich kann Ihnen nur in allen Punkten Recht geben und auch Ihrem Vorredner. Ja, nur wir müssen uns natürlich die Frage stellen, was folgt daraus? Also zum einen, ja klar, Sie haben völlig damit Recht, auch ich fände es gut, wenn schon alleine mal die Fakten stimmen würden. Aber es muss halt beides passieren. Das heißt, Sie wollen ja sicherlich auch deswegen dann die Forderung aufgeben, dass der Journalismus auch in der Lage ist, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, da wo wir uns irgendwie darauf einigen können, dass die erwünscht sind. Also das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, wäre die Antwort darauf. Und klar, die Bedingungen dafür sind schlecht, aber die Bedingungen dafür sind ja vor Jahren auch schon schlecht gewesen. Also ich bin ja auch nicht mehr so jung, wie ich vielleicht aussehe. Das heißt, ich habe als Journalismus auch schon andere Zeiten erlebt, als noch nicht von der Medienkrise gesprochen wurde. Und ich habe da nie einen Journalisten getroffen, der gesagt hat, ach, das sind so herrliche Arbeitsbedingungen, unter denen ich hier arbeite. Ich kann machen, was ich will. Ich habe einen riesen Reiseetat und ich kann essen gehen mit meinen Informanten und so weiter. Ich glaube, objektiv betrachtet waren die Zeiten tatsächlich besser.
Ja, bei, jetzt über die Gesamtheit des Journalismus gesehen, das wird man kaum bestreiten können. Ja, das würde ja die Augen verschließen vor den ganzen Etatkürzungen, den Entlassungen und so weiter, weniger Leute. Aber auf der anderen Seite, gerade wenn man sich anschaut, was bei Snowden gemacht wird, die Mittel, die da zur Verfügung stehen, um zum Beispiel über diese Geschichte zu berichten, die sind schon enorm. Und die sind zum Teil ja auch deshalb so groß, weil die Eigentümer der Medien entweder sagen, sie wollen diese Ressourcen denen zuweisen, weil sie glauben, dass es auch die Aufmerksamkeit erregen kann und ihnen vielleicht auch betriebswirtschaftlich dann wieder was in die Kasse spült, oder weil einfach auch andere Akteure auf der Landkarte erschienen sind. In Deutschland ist es ja immer noch der Spiegel, dem es ja auch wirtschaftlich immer noch ziemlich gut geht, ja. Aber in England, die Zeitung, oder man kann eigentlich international die wichtigste Publikation, ich will gar nicht Zeitung sagen, weil online bei denen ja eine Riesenrolle spielt, die das ganze Thema vorantreibt, ist der Guardian, und der funktioniert ja zum Beispiel auch wirtschaftlich gesehen nach einem anderen Modell, nämlich stiftungsgetragen. Die haben große Probleme, die verlieren ständig Geld, ja, und es wird immer wieder die Frage gestellt, ob sie das aufrechterhalten können, ihr Modell, wenn sie nicht endlich mal anfangen, substanziell Geld zu verdienen. Das werden wir noch sehen, was da passiert. Aber das sind ja eben auch Varianten, bei denen man vor Jahren noch gar nicht so konkret drüber nachgedacht hat. Ich glaube nicht an die Rettung des Journalismus durch Stifter. Ja, das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder auf allen Konferenzen diskutiert wird. Ich glaube, da ist einfach nicht genug Geld drin, vor allen Dingen nicht in Europa. In Deutschland gibt es ja gerade das Beispiel Korrektiv. Da hat die Bross-Stiftung 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für 3 Jahre erstmal, um so ein Recherchebüro zu finanzieren. Das ist eine unvorstellbare Summe in Deutschland, ja, die da auf einmal für so ein Recherchebüro eben herausgegeben wird. Aber das doch mal mit dem Etat von klassischen Mainstream-Medien, mit dem Etat des Spiegels oder sagen wir mal der Öffentlich-Rechtlichen, ja, 7,5 Milliarden Euro jedes Jahr. Da müssen wir uns dann eher fragen, wird dieses Geld sinnvoll eingesetzt und so, dass es wirklich dem Journalismus dient. Ich kann Ihnen, wie gesagt, in allem, was Sie gesagt haben, eigentlich nur Recht geben, aber es ist auch eine Frage der Perspektive, die man dazu hat. Und dass man nach, wenn man jetzt zum Beispiel 25 Jahre lang wirklich, ich nenne das jetzt Geschichten, weil das fängt ja früh an. Also wenn Sie Verbraucherschutzgeschichten machen und wollen rausfinden, welche Bank berät denn jetzt ihre Kunden schlecht, das geht schon zu diesem investigativen Journalismus, denn das sind Sachen, die wollen die nicht rauslassen, ja. Die muss man sich hart erkämpfen und erarbeiten als Journalist. Und wenn Sie das jetzt 25 Jahre lang gemacht haben und Sie merken, wie die Bedingungen immer schlechter werden und wie vor allen Dingen auch die Eigner, wenn es sind, immer mehr davor zurückscheuen, anderen Privatunternehmen auf die Füße zu treten, das kann enorm frustrieren, ja, selbstverständlich. Aber was folgt daraus, ne? Aufgeben? Besser nicht. Tun sie ja nicht. Habe ich ja nicht, nehme ich ja nicht an. Darf ich fragen? Mein Name ist Michael Lenn, ich bin Journalist und Buchautor. Ich lebe seit 24 Jahren als politischer Flüchtling in Österreich. Sie haben eine Frage gestellt, was müssen jetzt die Journalisten tun? Und Sie haben 3 richtige Punkte genannt. Wir alle wissen, wie viele Journalisten in letzter Zeit ermordet sind. Und auch, wo leben die Menschen, die Wahrheit sagen, wie Snowden, im Exil, in anderen Ländern. Jetzt meine 2 Fragen. Müssen wir Journalisten die Wahrheit nicht sagen oder leugnen? Und die 2. Frage, wer beschützt uns, wenn wir die Wahrheit sagen? Das sind unsere Probleme. Oh je. Wahrheit ist erstmal ein ganz großes Wort, ja. Aber wir gehen jetzt vielleicht mal von dem Konzept aus, dass wir etwas sagen, was wir durch Fakten untermauern können und wo sich Unabhängige darauf einigen können, dass es Tatsachen wieder gibt und so weiter, ja, sind die auch immer Interpretationen unterworfen, aber ja, gut, ich meine, die ganz klare Antwort ist selbstverständlich, müssen wir die sagen, aber die wichtigere Frage ist ja, die damit verbunden ist und die Sie gestellt haben, was passiert denn dann? Und Snowden selber ist ja kein Journalist in dem Sinne, er ist Whistleblower. Da kann man ja gleich die nächste Forderung anschließen, die in Deutschland ganz stark erhoben wird. In Österreich verraten Sie mir, was da gerade passiert oder ob was passiert. Es geht um Whistleblower-Schutz. Ja? Können Whistleblower besser geschützt werden? Es gibt einen Gesetzgebungsvorschlag dazu. Wie bei so vielen Dingen, zum Beispiel auch der Kontrolle der Nachrichten und Geheimdienste, muss man einfach mal bei zurückhaltender Betrachtung feststellen, das ist formal
erstmal in einem Land wie den USA eingelöst als interessant. Da gibt es einen Whistleblower-Schutz, den gibt es in Deutschland nicht. Gibt es einen in Österreich? Nein, oder? Das Gleiche. Okay, in Ordnung. Aber die kurze Antwort ist wahrscheinlich nein. Nee, ich meine, ich will das noch genauer hören. Nur ich will noch kurz auf das eingehen, was Sie gefragt haben. Was ich nicht konkret genannt habe, aber was für mich schon auch ganz klar eine Forderung ist an den Journalismus, und in Deutschland wird das eben auch zum Teil getan, zum Teil auch nicht, man muss in diesen konkreten Ländern eben auch den Schutz einfordern für diese Leute. Und ich stehe da irgendwie zwischen Baum und Borke, weil ich ganz klar der Ansicht bin, dass Snowden Asyl gewährt werden sollte in der EU. Von mir aus am liebsten in Deutschland. Ja. Es darf auch gerne ein anderes Land sein, was sich bereit erklärt. Es gibt ja keins zurzeit und in Deutschland stehen die Chancen auch sehr schlecht. Es gibt aber konkrete Bestrebungen dazu. Ja, es verhandeln Anwälte, es wird mit Politikern darüber gesprochen, was da passieren kann. Und solche Dinge lösen sich nicht von einem Tag auf den anderen. Bin ich zuversichtlich, dass es gelingt? Nein, leider überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht zuversichtlich. Ich glaube, dass es nicht gelingen wird am Ende. Und ich koche vor Wut, wenn ich solche Bemerkungen höre, wie die von Kanzler Sigmar Gabriel, der dann so in einem Nebensatz fallen lässt, wir können ja nicht für die Sicherheit uns noch garantieren, wenn er in Deutschland ist. Er könnte ja sozusagen vom Flughafen weggefangen werden von der CIA. Dann denke ich, ach ja, da fühle ich mich ja in besten Händen bei unseren politischen Führern, in Anführungszeichen. Ja. Deswegen geht es natürlich trotzdem gerade darum, auch das einzufordern, denn es sind auch schon Dinge gelungen, die man für unerzeugbar möglich gehalten hat. Dass wir jetzt in einem großen Stil durch den Journalismus diese Probleme aus der Welt schaffen können, daran glaube ich natürlich keine Sekunde. Aber es ist auch ein Schritt nach dem anderen, den man da gehen muss. Und ich habe ja sowas ins Spiel gebracht wie bessere Kontrolle der Geheimdienste. Da sagen natürlich auch viele, es gibt diesen, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen, es gibt diesen großen Streit, weiß gar nicht, ob ich Streit nennen will, aber es gibt diese unterschiedlichen Auffassungen davon, was hilft denn jetzt eigentlich, was ist jetzt eigentlich ein guter Weg. Die einen sagen Technik, ja, Verschlüsselung, massenhaft, Anonymisierung, Sicherheit in die Strukturen selber einbauen. Wir können uns auf die Politik nicht verlassen. Die anderen sagen, alles wischiwaschi, je besser die Technik, desto besser die Technik, die versucht, diese Technik dann wieder auszuhebeln. Wir können das nur mit politischen Mitteln lösen. Es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass wir alles davon versuchen müssen und dann müssen wir eben da gucken, wo wir vorankommen. Ja? Ein ganz kurzer Zwischenruf. Glauben Sie, dass die deutschen Medien ausreichend für die Gewährung von Asyl von Snowden? Glaube ich, oder? Ja, okay. Hört sich so an, ja. Ich möchte wissen, ob Sie glauben, dass sich die deutschen Medien ausreichend eingesetzt haben für die Gewährung von Asyl von Snowden oder für Snowden. Nein, also nicht über eine große, also nicht über die Bandbreite der Medien betrachtet. Es gibt ja, ich meine, ich bin ja im Vorstand von Reporter ohne Grenzen. Wir setzen uns dafür ein als NGO, aber die Medien haben sich nicht, das ist meine Beurteilung, ja, das kann man anders sehen, haben sich nicht stark genug dafür eingesetzt. Aber da haben wir genau so einen Fall, wo viele eben auch sagen würden, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind nicht dazu da, um eine Kampagne für Asyl für Snowden zu führen. Und da entsteht ja der Streit, weil ich da sage, doch, in dem Fall ja. Okay, wir haben jetzt sehr viele verschiedene Stränge. Ich möchte ein bisschen strukturieren. Zuerst möchte ich die Frage stellen, gibt es einen Whistleblower, und ein bisschen die rechtliche Lage in Österreich aufmachen. Dann möchte ich auf die Frage eingehen, was kann denn politisch getan werden. Dann möchte ich auf die Verschlüsselungsfrage eingehen und dann sind wir wieder ein bisschen chaotisch. Aber jetzt mal ganz kurz zur Struktur. Ich danke, Daniela. Ich bin Rechtsanwalt in Wien und beschäftige mich auch mit medienrechtlichen Fragen, daher wohl der Grund, warum ich eingeladen wurde. Ganz kurz um die Darstellung in Österreich, dass der Paragraph 31 des Mediengesetzes birgt natürlich schon die Möglichkeit des Schutzes eines Redaktionsgeheimnisses, aber wie mehrfach schon gesagt wurde, das ist ein Schutz des Journalisten, nicht ein Schutz der Quelle. Also der Inhalt des Paragraph 31 sagt ja auch nur, unter Anführungszeichen, dass der Journalist die Beantwortung von Fragen verweigern kann, die den Inhalt oder die Person eines Gewährsmanns, also den Inhalt einer Information oder die Person eines Gewährsmanns betreffen. Ob er das jetzt wirklich wahrnimmt, ist das Recht, ist eine individuelle Entscheidung der Listen. Und das Redaktionsgeheimnis, es gibt zwar im Absatz 2 des 31 ein Umgehungsverbot, das ist klar, ich darf jetzt nicht
die Unterlagen des Journalisten beschlagnahmen oder Informationen zu bekommen, herauszufinden, wer sein Informant war. Aber gleichzeitig verweist der Absatz 3 des § 31 gerade, was die Frage der technischen Überwachung und auch der optischen Überwachung von Medienunternehmen und Medienmitarbeitern betrifft, lapidar auf die Strafprozessordnung. Und in der Strafprozessordnung gibt es diese Möglichkeit natürlich auch für die Überwachung von Medienunternehmen wie für jedermann. Und da reicht schon, dass die Gefahr besteht, dass eine der Tat dringend verdächtige Person mit dem Medium Kontakt aufnimmt. Und das ist der klassische Informantenkontakt. Ja? Und damit ist das Redaktionsgeheimnis meines Erachtens natürlich schon sehr durchlöchert. Und es ist ja recht spannend, dass Sie gesagt haben, hier wäre Verschlüsselung ganz ein wichtiger Punkt und das müsse unbedingt gemacht werden. Finde ich auch. Wenn ich vielleicht auch nur als zu oberflächlicher Betrachter der Snowden-Leaks mitlese, was da alles passiert, dann habe ich halt auch Vorbehalt gegen jede Art der Verschlüsselung, weil ich weiß ja nicht, ich kann es nicht wissen, ob das Ding wirklich funktioniert. Das banale, aber vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisende Argument ist ja dann auch immer, naja, dann verschlüssel ich und sozusagen, das ist ja erst recht der Honeypot, den ich aufstelle. Das Argument, das Sie gebracht haben, dass die Finanzbehörden das Redaktionsgeheimnis nicht beachten, ist richtig, vielleicht nicht ganz, weil das österreichische Redaktionsgeheimnis sagt ja eben nur, ich darf die Antwort auf Fragen verweigern. Daher dürfen Sie auch die Antwort auf Fragen der Finanzbehörden verweigern. Dass man ihnen als Konsequenz dann die Nichtabschätzbarkeit der Betriebsausgabe anhängt, ist eine unangenehme Folge, aber noch nicht eine Verletzung des Redaktionsgeheimnisses. Die Whistleblower-Geschichte, da gibt es keinen gesetzlichen Schutz in Österreich. Den haben wir nicht. Wir haben, wie Sie sicher wissen, im Zuge der diversen Korruptionsstrafverfahren der letzten Jahre eine sogenannte Whistleblower-Homepage eingerichtet bekommen von der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da wird der Bock zum Gärtner gemacht, könnte man sagen. Aber man hat den Eindruck, dass zumindest dort, wo es nicht um staatspolitisch relevante Kausen geht, die Anonymität der Whistleblower gewahrt wird. Ja, was technisch dahinter steht, kann ich jetzt auch wieder nicht beurteilen. Ich glaube, niemand im Raum kann das beurteilen, ob das Ding, dann freue ich mich über die Informationen dazu. Aber jedenfalls, wenn ich mich dorthin wenden möchte, dann hätte ich zumindest eine Mentalreservation, weil ich ja nicht weiß, ob meine Anonymität wirklich gewahrt wird. Und noch ein kleines Aperçu für den Gastredner aus Deutschland. Wir sind ein bisschen bunter als die Deutschen. Wir haben nicht nur den BND, also wir haben nicht nur das Heeresnachrichtenamt, wir sind vielfältiger. Wir haben das Heeresabwehramt, das man nicht vergessen sollte. Wir haben das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Also wir müssen ein paar Einrichtungen auf ihre Etats hin überprüfen. Und ich glaube, das Heeresamt ist nicht das Wichtigste. Das ist mir tatsächlich schwer gefallen, einzuschätzen jetzt von außen. Das ist ja in Deutschland die gleiche Situation. Wir haben ja auch eine Vielzahl von Nachrichtendiensten. Das heißt, da gebe ich Ihnen natürlich völlig recht. Ich habe die rausgepickt, weil für mich relativ ersichtlich war, dass es sozusagen das Pendant zum BND ist. Wenn das gar nicht stimmt, dann muss ich das natürlich korrigieren. Nur einen Satz zur Finanzamtsgeschichte. Es gibt Finanzämter, mit denen Journalistenvereinigungen und Gewerkschaft die vereinbaren, dass es genügt, auf die Rechnung zu vermerken, für welche Geschichte recherchiert wurde und keinen Namen der Informanten. Also sollte das Finanzamt, das für Sie zuständig ist, das noch nicht wissen, können wir gern das wieder herausgraben und dorthin schicken. Okay. Peppe, wenn ich dir jetzt das Mikro gebe für nur ein ganz kurzes Statement zur Sicherheit der Whistleblower-Plattform, kriege ich es dann gleich wieder. Gerne. Ich habe mich mit der technischen Umsetzung dieser Whistleblower-Plattform ein bisschen auseinandergesetzt. Ich war auch bei der Pressekonferenz, wo das Ding damals vorgestellt wurde. Das Problem ist, dieser Schutz, diese Anonymität, die da gewährt ist, rein auf rechtlicher Basis. Und meiner Meinung nach eine reine Behauptung. Technisch kann diese Plattform diese Anonymität niemals garantieren, aufgrund der Art, wie sie umgesetzt wird. Inwiefern das überhaupt zulässig ist, dass die so in Deutschland stehen und von einer Privatfirma betrieben werden, lasse ich jetzt mal offen stehen. Das müssen Leute mit Rechtsverstand beurteilen. Rein technisch, wenn ich mich als Person, die dort irgendetwas melden möchte, nicht komplett von vorn bis hinten selbst darum kümmere, um meinen eigenen Schutz, diese Plattform und auch die Ministerien werden es nicht tun. Danke. Ich möchte jetzt an den Andreas Griesch weitergeben, weil die Frage im Raum gestanden ist, was tun?
Ja, die Frage, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, war irgendwie so, ist jetzt Technik die Lösung, ist Politik die Lösung oder wie macht man es jetzt insgesamt? Ich denke, es ist alles davon natürlich. Ja, es ist nicht ein einzelner Themabereich die ideale Lösung. Ich glaube allerdings, womit ich nicht ganz übereinstimme, dass das Heeresnachrichtenamt vielleicht gar nicht so wichtig wäre. Die Frage ist, wofür? Für Inland ganz bestimmt, die haben die Aufgabe, das sozusagen nach außen die Fühler auszustrecken. Und wenn man die Recherchen von Erich Möchel auf FM4 sie an, über die Königswarte, die größer ist als Bad Aibling, seiner Stellung nach, ist es durchaus eine relevante Tätigkeit, die da stattfindet und vielleicht zumindest vergleichbar mit dem, was das BVD macht. Aber gut, ich denke, in der Diskussion jetzt über Geheimdienste und so weiter gibt es jetzt massenhaft und ab und zu habe ich die Gelegenheit, damit mit Geheimdienstvertretern zu reden bei irgendwelchen Konferenzen und Ähnlichem. Die Position, die dort vertreten wird, ist aus meiner Sicht recht interessant. Man sagt nämlich, es geht ja um nationale Sicherheit und was das jetzt genau ist, diese nationale Sicherheit, das kann man nicht so genau definieren, weil da kann das wichtig sein und das da drüben kann auch wichtig sein, man weiß es halt einfach nicht. Und ich glaube, dass dort auch aber dann der Kern des Problems ist. Weil wenn ich nicht definieren kann, was die eigentlich sollen und wie deren Aufgabengebiet umrissen ist, dann habe ich auch überhaupt keine Chance, die zu kontrollieren, weil ich ja überhaupt nicht weiß, in welchem Moment sie jetzt ihre Grenzen überschreiten und über das hinausgehen, was sie tun sollen. Das heißt, der Kern der ganzen Sache ist, was sollen die eigentlich machen, was ist deren Aufgabengebiet und wo endet dieses Aufgabengebiet wieder? Und dann muss ich mir anschauen, wie kann ein vernünftiges Kontrollinstrumentarium rundherum gebaut werden, ob das jetzt parlamentarisch ist, richterlich ist oder wie auch immer, muss man sich dann anschauen. Aber das ist einmal der Ausgangspunkt, was sollen die eigentlich machen? Und es haben alle Varianten ihre Schwierigkeiten, weil auch die Aktivitäten der NSA waren von einem Gericht genehmigt. Dem geheimen FISA Court, Foreign Intelligence Surveillance Court, der nicht einmal bekannt ist, wer da alle drinnen sitzt, geschweige denn welche Entscheidungen sie aufgrund welcher Tatsachen treffen, das ist richterlich abgesegnet. Also von dem her haben sie rechtsstaatlich alles gemacht, sie haben es auch parlamentarisch kontrolliert, nur es war halt einfach nicht geeignet, das die Kontrollmechanismen, die sie hatten. Und da ist denke ich, ein Ansatzpunkt. Der zweite, nämlich dann der technische Ansatzpunkt ist, warum sind all diese Informationen überhaupt verfügbar für Geheimdienste? Wie kommt es dazu, dass unsere Kommunikationstechnologie so funktioniert, dass jeder beliebige Mensch, der irgendwie einen Zugang zu dieser Leitung hat, das alles abgreifen und einbringen kann? Und da sind wir in einer Situation, wo wir zwar formal jetzt auf Basis des EU-Rechts ein relativ gutes Datenschutzrecht haben, aber die praktische Umsetzung in Deutschland deutlich besser ist als in Österreich, aber immer insgesamt noch so ist, dass all diese Informationen im Klartext über die Leitung gehen. Wobei die Technik dafür, um es verschlüsselt zu machen, und zwar so verschlüsselt zu machen, dass das jeder nutzen kann, ohne dass er dafür studiert haben muss, längst verfügbar ist, und zwar seit Jahren verfügbar ist. Das kann man tun, man muss nur ein paar Euro in die Hand nehmen und das implementieren. Und genau da liegt auch ein politisches Problem, dass wir viel zu wenig Geld für Datenschutzrechtsdurchsetzung ausgeben. Wir haben am Anfang des Jahres einmal den Spaß gemacht und mir in Österreich schlau gemacht und recherchiert, wie viel Geld die österreichische Datenschutzbehörde hat und welche Mittel ihr insgesamt zur Verfügung stehen. Österreichweit sind 21 Menschen dafür zuständig, also in der Datenschutzbehörde beschäftigt. Von diesen 21 Menschen in der Datenschutzbehörde sind 7 Juristen. Der Rest ist allgemeines Verwaltungspersonal und es gibt dort nicht einen einzigen Techniker oder Technikerin. Das heißt, bei jeder Vor-Ort-Kontrolle, die machen wollen, brauchen die einen externen Gutachter und müssen dafür Geld in die Hand nehmen. Geld ist in Zeiten der Krise etwas, wovon es nicht sehr viel gibt und was solchen Behörden dann auch nur sehr spärlich zur Verfügung gestellt wird. Und sie haben auch im Rahmen der Budgetverhandlungen heuer darum bemüht zu erfahren, wie viel Geld der Behörde genau dafür zusteht. Die Behörde hat für Dienstleistungen Dritter, also fürs Zukaufen von Sachverständigen, ein klares Budget, sowohl heuer als auch für nächstes Jahr, jeweils 1.000 Euro. Sie ist zuständig für ganz Österreich, also von Eisenstadt bis nach Vorarlberg. Über die ganze Strecke, jede Behörde, jedes Unternehmen ist praktisch in deren Kontrollgebiet und für die sind zuständig. Inlandsreisebudget dieser Behörde sind ebenfalls
1.000 Euro. Dafür gibt es nicht einmal ÖBB-Jahreskarte für eine Person. Die kostet nämlich 1.400 oder irgendwas in der Größenordnung. Und mit solch einer Kontrollinstanz und so einer Durchsetzungsinstanz brauchen wir uns nicht wundern, wenn es die technische Implementierung, die notwendig ist, nicht gibt. Weil die Chance, dass ich als Unternehmen jemals von denen kontrolliert werde, die ist wahrscheinlich jetzt größer, weil ich öffentlich sie ein bisschen aufplattelt, beziehungsweise eigentlich die Bundesregierung aufplattelt, wie wenig Geld sie denen zur Verfügung stellen. Aber als normales Unternehmen, das sie nicht exponiert, ist meine Chance, von denen jemals einen Besuch zu kriegen, null. Die haben nicht die Möglichkeit dazu, überhaupt keine Möglichkeit. Und genau daran muss man arbeiten. Und da fängt das Rechtsdurchsetzungsproblem nämlich schon bei den EU-Gremien an, weil nämlich die EU-Gremien, konkret die EU-Kommission, gegenüber Österreich durchsetzen müsste, dass Österreich seiner Verpflichtung nachkommt, die Datenschutzbehörde ordentlich auszustatten. Das ist leider was, was Österreich selber machen muss, das kann die EU nicht für uns tun. Und wenn die Rechtsdurchsetzung nicht funktioniert, funktioniert dann natürlich der Rechtsdurchsetzung auch nicht. Und das sind die Ansatzpunkte, wo wir hingreifen müssen. Und gleichzeitig haben wir aber die paradoxe Situation, dass uns alle Studien, wo es darum geht, welche Einstellung haben die Menschen zu Datenschutz, gerade für Österreich und für Deutschland zurückliefern, die Leute wollen Datenschutz, die sind nicht freiwillig auf Facebook, wo alles rausgeht, sondern sie sind dort, weil sie keine andere Chance haben. Und ihr Grundbedürfnis zu kommunizieren einfach größer ist als die Zurückhaltung in puncto Datenschutz. Da ist halt dann so, naja, wird schon nichts passieren, aber glücklich bin ich nicht damit. Und da haben wir auch die Möglichkeit, einen Wirtschaftskreislauf in Gang zu setzen und zu sagen, okay, investieren wir in den Bereich, setzen wir das durch und damit geben wir auch der eigenen Wirtschaft die Möglichkeit, mit technisch vorgeschrittenen Möglichkeiten, Kommunikationsmöglichkeiten, die Datensicherheit beinhalten, am Markt zu realisieren und denen auch den Markt zu bereiten. Und das ist auch gut gegen die Krise. Pro Jahr. Ja, konkret weiter mit der Frage, nämlich was kann man tun und auch ein bisschen den Zusammenhang Transparenz, denke ich, nicht? So, hallo, ich bin der Finn. Ich bin hier in einer weirden Rolle, weil ich sowohl Aktivist für Innovationsfreiheit bin, als auch als Datenjournalist für den Standard arbeite. Und ich habe mir zwei Bereiche jetzt rausgepickt, die ich kommentieren kann, nämlich einerseits das Wissen dürfen, das Sie angesprochen haben, und andererseits Security und sowohl wie wir als Personen als auch als Institutionen damit umgehen. Zum Wissen dürfen. In Deutschland ist ja vieles einfacher, selbst wenn es schwierig ist. In Deutschland gibt es sowas wie ein Minderheitenrecht auf U-Ausschüsse, das Österreich jetzt langsam einführt und als Gegenzug aber einführt, dass die Informationsweitergabe ans Parlament auch so geregelt wird in Deutschland. Das heißt, wir sehen auch durchaus voraus, dass Akten bis zur Unkenntlichkeit in Zukunft geschwärzt werden oder geschwärzt bleiben, wenn es um interessante Themen geht. Außerdem darf die Opposition nur immer jeweils ein Thema gleichzeitig als U-Ausschuss fordern in Zukunft. Es bleibt spannend. Weiters gibt es in Österreich das Amtsgeheimnis, das heißt, es gibt ein verfassungsmäßig festgeschriebenes Recht des Staates auf Geheimhaltung. Das ist witzig, weil es gleichzeitig die Menschenrechtskonvention auch in Verfassungsrang ist und Österreich gerade letzten November einen Prozess verloren hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo versucht wurde, Informationen geheim zu halten. Bleibt es auch spannend, was Gerichtsverfahren angeht. Aber die neuen Informationsregeln im Parlament zum Beispiel werden weiterhin auf das alte Amtsgeheimnis aufgebaut. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob das überhaupt irgendeine Verbesserung bedeutet für Politiker, an Daten zu kommen. Die immer wieder groß verkündete Abschaffung des Geheimnisses lässt seit eineinhalb Jahren mittlerweile auf sich warten und die letzten Entwürfe bleiben teilweise hinter dem deutschen Informationsfreiheitsrecht
weit zurück. Es wird keine Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten geben, außer teuer vor Gericht zu gehen. Ich probiere das gerade und es ist spannend. Also da ist es, und in Deutschland haben Journalisten ja in den Ländern, es gibt Landespresserechte, wo wir Journalisten in Deutschland das Recht haben zu fragen und relativ zeitnah auch Antworten zu kriegen, die den Tatsachen entsprechen. Wenn man sich in Österreich anschaut, es gibt eine OSZE-Studie, die über Informationsfreiheit, witzigerweise, die dem Parlament zugeschickt wurde, mit der Bitte, doch das an die Opposition weiterzuleiten, die weder an die Opposition dann weitergeleitet wurde, mehrere Monate, noch dann den Journalisten weitergegeben wurde, die danach gefragt haben, mit der Begründung, steht ja eh nichts Interessantes drin. Dann ist das, und das ist ein Parlament, nicht irgendeine Behörde, dann fragt man sich schon, in welchem Staat ihr lebt. Die andere Ebene zu Sicherheit und Medien. Als Einzelne können wir natürlich viel tun, wobei ich sagen muss, nicht mit E-Mail-Verschlüsselung anfangen. E-Mail-Verschlüsselung ist schrecklich und wird euch Jahre kosten. Und es gibt so viel Einfacheres. Redet mit uns. Auf Institutionsebene ist das auch interessant, weil jede Verschlüsselung, die man halbwegs sinnvoll einsetzen will, das heißt von Quelle zu Journalist, eine große Verantwortungsübernahme der Journalisten ist. Wenn wir als Journalisten sicherstellen wollen, und zwar mathematisch sicherstellen wollen, dass wirklich nur die Quelle und ich das lesen kann, was die Quelle schreibt, und ich dann entscheiden kann, was gebe ich weiter an Chefredaktion, an Kolleginnen und Kollegen, dann heißt das, dass ich die Verantwortung übernehme, dass das nicht schief geht. Das stellt Institutionen vor Probleme, stellt sich heraus, weil Journalistinnen und Journalisten durchaus mal gewohnt sind, zum Support zu gehen und zu fragen, dass das Passwort bitte zurückgesetzt wird nach dem Urlaub, weil wir es vergessen. Und das ist gut so. Niemand will sich alle Passwörter merken müssen und es ist gut, dass es diesen Schutz gibt, dass man doch noch ins System kommt. Aber in diesen Quellenschutzfällen, in diesen Sicherheitsfällen, ist es durchaus sinnvoll für uns Journalisten, diese Verantwortung zu übernehmen. Aber wir müssen wirklich vorsichtig sein, dass das wirklich funktioniert. Und wenn es schief geht, verlieren wir unser E-Mail-Archiv. Verlieren wir das, was vielleicht beweist, dass die Geschichte, oder das, was die Geschichte untermauert. Das braucht Training, das braucht Übung. Dafür gibt es Workshops. Hint, hint. Ich gebe sowohl intern 2,5 Stunden Einführungen, als auch organisieren, macht dieser Kollege hier Workshops. Und man kann zu uns kommen und fragen, und es ist nicht so schwer, dass es nicht jeder in diesem Raum verstehen wird, wenn er sich mal ein paar Stunden damit beschäftigt. Auch Glenn Greenwald hat es schlussendlich geschafft, verschlüsselt zu kommunizieren. Ich glaube, das war es jetzt vorerst von mir, aber ich werde mich später... Ich habe eine Nachfrage, wenn Sie sagen, fangen Sie nicht mit E-Mail-Verschlüsselung an, das wirft Sie Jahre zurück, bessere Sachen. Sagen Sie kurz, was Sie damit meinen, dass ich das besser verstehe. Es gibt, E-Mail-Verschlüsselung ist durch viele Dinge kompliziert, einerseits durch die technische Umsetzung, andererseits dadurch, wie sie den Benutzerinnen und Benutzern auch dargestellt wird. Es gibt keine sinnvolle Integration zum Beispiel in Outlook, was viele Medien intern verwenden, von PGP, der normalen E-Mail-Verschlüsselung. Viele Journalistinnen und Journalisten dürfen keine eigenen Programme auf ihren Arbeitsrechnern installieren, was sinnvoll ist, weil sie dadurch auch keine Viren ausführen können für das Medium. Aber was heißt, dass man sich privat engagieren muss? Es gibt aber Programme, die entweder von Journalisten für Journalisten geschrieben werden
oder von Leuten geschrieben werden, die meinen, jeder sollte damit verwenden können. Es gibt Chatprogramme, die garantiert sicher funktionieren. Eins davon ist CryptoCat und ich werde von zwei Seiten jetzt angeschaut, weil sie denken, das ist schrecklich. Aber es ist super. Ein Ding, das im Browser läuft und das Fünfjährige bedienen kann. Es gibt, das heißt aber, dass man nur chatten kann und nicht E-Mails hin und her schicken. Das heißt, es geht um synchrone Kommunikation, die immer leichter zu verschlüsseln ist. Es gibt Programme, um Dateien zu verschlüsseln, was auch hilfreich sein kann. Und es gibt Whistleblower-Plattformen, die besser sind als das, was da in Österreich aufgebaut wurde. Über das kann man sich unterhalten, muss man sich unterhalten in Institutionen. Und es wäre schon ein Anfang, wenn alle Nachrichtenseiten mal über HTTPS, also wie Online-Banking, ausgeliefert würden. Was heißen wird, dass nicht, dass die Polizei faken könnte, einen Bericht des Standard, wie es in den USA mit der Seattle Times war, nur um irgendwen herauszulocken aus internem Versteck. Dankeschön. Ich habe jetzt ein bisschen schon langsam den Eindruck, dass die Organisationen dysfunktional sind, auch bei dem, was Sie erzählt haben, als wären die Medienorganisationen eigentlich die, die vielleicht da auch auf der Organisationsebene mehr machen müssten, weil wenn das alles, auch wenn du sagst, die Verantwortung ist letztendlich beim einzelnen Journalisten und Journalisten, dann müsste der Support ja zumindest da sein in Form von interner Weiterbildung oder wie auch immer. Ich habe nur ganz kurz eine Frage an Sie. Oder eben auch an technischer Infrastruktur. Ich habe nur eine ganz kurze Frage, weil ich möchte es jetzt nicht am Negativen aufhängen, sondern ich möchte fragen, haben Sie da ein Beispiel dafür, wer das besonders gut macht, jetzt als Medienorganisation? Nein, habe ich nicht. ich weiß, dass in kleinen Organisationen das Thema angegangen wird und auch erfolgreich. Ich nenne als Beispiel immer die Geschäftsstelle von Reporter ohne Grenzen, wo ja tatsächlich alle Mitarbeiter verschlüsselt erreichbar sind und auch damit umgehen können. Aber das ist eine Geschäftsstelle mit 11 Mitarbeitern. Das ist was anderes als eine große Medienorganisation. Ich weiß aber zum Beispiel auch, dass der NDR ganz konkret sich beraten lässt zu dem Thema, wie können Sie auf einer Prozessebene, wie können Sie in der ganzen IT zu Lösungen kommen, die es den Journalisten tatsächlich am Ende leichter macht, damit umzugehen. Und das ist ja genau das Problem, was Sie angesprochen haben. Sie müssen die IT mit reinholen, es geht nicht anders. Es gibt Prozesse und Strukturen, die sinnvoll sind, ne? Schutz gegen Malware und so weiter. Ich laufe seit Jahren rum und versuche den Leuten das wie Sauerbier aufzuschwatzen, nicht weil ich das selber könnte zum Beispiel, aber weil ich die Leute kenne, die es könnten und mit denen man zusammenarbeiten kann, um genau auf dieser strukturellen Ebene zu arbeiten und eben nicht einfach nur mal hier und da die punktuelle Schulung zu machen, sodass hinterher jemand weiß, wie E-Mail-Verschlüsselung geht, aber er darf das Programm auf seinem Rechner nicht installieren, weil er eben nicht die entsprechenden Rechte hat. Das funktioniert selbstverständlich nicht. Aber wir sind sozusagen genau an den Punkt angekommen. Also ich bin Ihnen da sehr dankbar dafür, dass Sie das so pointiert ausgeführt haben. Ich möchte Ihnen aber widersprechen. Und ich möchte Ihnen gar nicht im Teil widersprechen, indem ich sage jetzt, ach, E-Mail-Verschlüsselung, das ist total einfach, das versteht jeder sofort und so weiter. Ich glaube schon, dass das systematisch komplex ist. Also das Verschlüsselungsprogramm zu verwenden, das versteht man innerhalb von einer halben Stunde, ne, je nachdem, wie versiert man ist, wie erfahren man ist. Es gibt aber eine ganze Struktur darum herum. Ja, wie funktionieren dies? Wo werden die abgelegt? Wie funktioniert das Vertrauen in dieser Kommunikation? Wie kann das korrumpiert werden? Ja, wer kann mir trotzdem Informationen unterschieben, von denen ich dann gerade denke, dass sie vertrauenswürdig sind und sie sind es nicht? Das ist ziemlich komplex, das dann zu verstehen. Ich glaube nur, dass zu sagen, die Lösung ist, es gibt andere Programme und wir können verschlüsselt chatten, einfach keine Lösung ist. Und wir müssen uns von dieser Vorstellung verabschieden, dass es eine Lösung gibt für irgendwas, ja, im Sinne von, das machen wir dann und dann haben wir das Problem gelöst. Das gibt es so nicht. Und ich glaube auch ja nicht, dass Sie das so sehen und das so unterstellen, sondern im Gegenteil, Sie wollten ja gerade darauf hinweisen, guckt nicht in eine Richtung, ja, dann rennt er vielleicht in die falsche eine Zeit lang. Aber ich bleibe dabei,
Wir müssen versuchen, das alles gleichzeitig zu machen. Ja? Und natürlich müssen wir da Prioritäten setzen. Und das ist die große Schwierigkeit. Ja? Wo setzen wir da die Prioritäten? Denn alles gleichzeitig machen, das klappt nun mal nicht. Ich bin auch ein Riesenfan davon, dass die ganze Infrastruktur geändert wird und dass nur noch verschlüsselte Daten zum Beispiel auch beim Aufruf von Webseiten und so weiter verwendet werden. Das löst aber überhaupt nicht das Problem von Kommunikation von Informant zu Journalist. Ja? Wenn wir dann aber zum Beispiel mal gucken, also außer über Leaking-Plattformen jetzt, ja, das kann man dann, da kann man dann sagen, gut, in Ordnung, das ist eine Alternative. Die sind schwer so zuverlässig aufzusetzen, dass, ne, Sie haben es ja eben selber geschildert, dass man wirklich sagen kann, der Journalist wird oder die journalistische Institution mit ihrer Verantwortung gerecht, die Informanten auch wirklich zu schützen an der Stelle und nicht ins offene Messer laufen zu lassen. Es geht aber, ja, also da will ich ja gar nicht sagen, dass es nicht geht, sondern das kann man machen. Worauf es mir aber ankommt, ist, dass wir eben versuchen müssen, an vielen dieser Stellen, und zwar jeder, so gut er kann, aus seiner Perspektive heraus, diejenigen, die sich seit Jahrzehnten mit dem Parlament beschäftigen und damit wieder Politik gemacht wird, die sollen halt darauf drängen, dass die Aufsicht über die Geheimdienste verbessert wird und die Transparenz der Geheimdienste verbessert wird. Diejenigen, die sich technisch auskennen, die sollen gefälligst Vorschläge dazu machen, wie man die Infrastruktur verändern kann und wie die Kommunikation verbessert werden kann und so weiter und so fort. Und ich habe leider in der Diskussion häufig den Eindruck, und hier ist das ja jetzt überhaupt nicht so konfrontativ, aber ich habe eben ganz oft den Eindruck, die sich technisch total gut auskennen, die stellen sich auf die Bühne und sagen, ach, eure scheiß Politik, das könnt ihr doch irgendwie alles lassen, das funktioniert doch sowieso nicht. Trust the math, ne? Also nur der Mathematik können wir vertrauen und deswegen also nur Verschlüsselung und Anonymisierung in der Infrastruktur und dann funktioniert das alles schon, das halte ich für Unsinn. Das halte ich genauso für Unsinn, wie zu sagen, es wird alles lösen, wenn wir die Aufsicht über die Geheimdienste verbessern und die dann eben irgendwie rechtsstaatlich kontrollieren. Sondern wir müssen das an allen Stellen versuchen. Und deswegen, ich kenne leider nicht diese Institution, von der ich sagen kann, die machen das richtig gut, ja, und die haben das gelöst, weil ich glaube, dass selbst beim Guardian zum Beispiel, weil der einfach verdammt groß ist, ja, die Leute, die an diesen Dokumenten arbeiten, alle ihren eigenen Rechner haben, ja, der wird von einem speziellen Sicherheitsadministrator betreut, wenn die Journalisten selber nicht gut genug sind, um das zu machen, und der ist unabhängig von dem ganzen anderen redaktionellen System, mit dem die da arbeiten, weil sie es sonst überhaupt nicht in den Griff kriegen würden, ja. Aber auch so kann man ja mal anfangen. Also ich habe ein bisschen einen Einblick in ein paar Redaktionen, wie dort gearbeitet wird. Es ist leider so in Österreich, was ich gesehen habe, dass Initiativen, um in einer Redaktion verschlüsselte Kommunikation aufzubauen, zu etablieren, auf Einzelpersonen beruht, die quasi aus eigenem Interesse und aus eigenem Antrieb beginnen, da etwas in Bewegung setzen zu wollen. Das kommt nicht von der IT der Redaktion, ganz im Gegenteil, dort wird das teilweise so weit blockiert, dass es ausgeschriebene Verbote gibt, Verschlüsselung zu verwenden, was ich meiner Meinung nach für grob fahrlässig halte und gefährlich. Auf der anderen Seite auch die Managementabteilungen sind immer noch, obwohl sie 1,5 Jahre jetzt über Snowden und diese Überwachungsszenarien, die es real gibt, und da ist nicht nur die Geheimdienste, das sind auch staatliche Akteure, da sind private Firmen dabei, die mit diesen Daten Geld machen und Interesse daran haben, dass die Redaktionen immer noch nicht, obwohl sie selbst darüber berichten, selbst absolut null Gegenmaßnahmen treffen. Und das fängt an mit so Kleinigkeiten wie die eigene Webseite über HTTPS auszuliefern, damit, wie es auch vorgekommen ist, sowas nicht mehr passieren kann. Die Mittel dafür, technologisch, gibt es seit über 15 Jahren. Wir müssen sie einfach nur einschalten. Und das sind ganz einfache Dinge, die wir da umsetzen können. Ich weiß, dass gerade diese kryptografischen Tools viel zu kompliziert zu bedienen sind für ganz viele Leute. Das muss besser werden, ist überhaupt keine Frage. Aber die Technik hat seit 15 Jahren für viele der Probleme, die wir haben und die Überwachung überhaupt möglich machen, weil alles, was nicht verschlüsselt ist im Internet, ist freiwillig Daten. Für alle, die irgendwie zufällig oder bewusst drankommen. Und die Technologie kann hier mal schnell für vieles Abhilfe schaffen. Langfristig braucht es neue und bessere Technologien als verschlüsselte E-Mails, weil das kriegen wir nicht mehr sicher. Und natürlich auch politische Lösungen und Rechtsdurchsetzungen,
dass ich Unternehmen dazu zwingen kann, dass sie sowas einsetzen und dass quasi die günstigste Lösung für Kommunikationsanbieter die ist, die verschlüsselt, die den Datenschutz gewährt. Und da braucht es halt auch rechtliche Durchsetzung und politische Entscheidungen dafür, das zu machen. Ich bin Ihnen da sehr dankbar dafür. Ich würde gerne kurz noch, ein Stück weiter drehen, weil zum einen wir dabei dann immer noch im Blick behalten müssen, dass wir bei ganz viel, gerade im Journalismus, enorm wichtiger Kommunikation überhaupt nicht wissen, wie wir die sichern sollen, nämlich zum Beispiel beim Telefonieren. Ja, wenn es um die Metadaten geht. Das heißt, wer ruft wann wen an? Wir hatten gerade in England den Fall, dort ist ein Gesetz, dessen vollständigen Namen ich nicht behalten kann, aber das abgekürzt RIPA heißt, wenn Sie es googeln wollen, also RIPA, verwendet wurde, um herauszufinden, welcher Polizist welchem Journalisten was gestellt hat. Hat, ja. Und das hat selbstverständlich ganz einfach, ja, ist auch systematisch völlig einfach zu kapieren, darüber funktioniert, dass eben nachgeschaut werden konnte, mit wem hat ein bestimmter Polizist oder die ganzen Polizisten wurden überprüft, aus deren Abteilung diese Kommunikation oder diese informieren konnte. Und dann wurde halt festgestellt, einer von diesen Polizisten hatte ganz häufig telefoniert und SMS ausgetauscht mit einem Journalisten, ja, den man dann eben auch identifizieren konnte, weil man ja die Telefonnummer hatte. Und das Gesetz hat das eben erlaubt, das rauszufinden. So, und schon war natürlich auch hier der Quellenschutz ausgehebelt. Es ist zum Glück eine Riesendiskussion in England. Das heißt, da wird auch ein großer Druck aufgebaut von den Medien. Und da gibt es auch, das Parlament beschäftigt sich auch damit, ob am Ende das dann besser wird und dieses Gesetz dafür nicht mehr verwendet wird oder vielleicht sogar abgeschafft wird. Das ist nun wieder eine Anfrage. Das heißt, wir können das immer auch noch weiter drehen und können sagen, ja, und wenn wir dann tatsächlich elektronisch, ne, Telefonie ist ja auch elektronisch heutzutage, aber wenn wir da jetzt gucken, E-Mail-Kommunikation, Webseiten aufrufen und so weiter, wenn wir das jetzt tatsächlich irgendwie sicher kriegen könnten, wovon wir meilenweit entfernt sind, dann haben wir immer noch diese ganze andere Kommunikation, bei der wir Probleme haben, die zu sichern. Nur, man kann natürlich dann vor dieser ganzen Komplexität zurückschrecken und sagen, ach, da wird uns sowieso nichts gelingen, aber das ist genau das, was wir nicht tun dürfen, aber was wir vor allen Dingen nicht tun dürfen. Und das ist eben mein Plädoyer, aus dieser Situation eben einerseits von der Technik eben gerade so viel zu verstehen, damit die Komplexität schon klar ist, auf der anderen Seite aber auch zu wissen, wie Journalisten arbeiten, dass wir eben nicht den Fehler machen dürfen, das eine gegen das andere auszuspielen. Ich war kürzlich auf einer Podiumsdiskussion in Berlin beim Freiheitskongress der Grünen. Und da war Konstantin von Notz, der sich sehr gut schlägt im Moment als jemand, der im NSA-Untersuchungsausschuss darauf drängt, dass Sachen transparenter gemacht werden und so weiter und fort. Ja. Aber der hat dann in dieser Diskussion gesagt, ja, aber wenn dann immer diese Forderungen kommen nach Verschlüsselung, dann kann ich nur sagen, das wäre so, wie wenn der Innenminister sagt, bei Ihnen werden ständig Hausdurchsuchungen gemacht, kaufen Sie sich ein größeres Schloss. Ja. Und da bin ich dann immer erschüttert, weil ich denke, Entschuldigung, das ist so dämlich und so unpolitisch auch eine Art und vielleicht aber auch nur von Missverständnissen geprägt, weil, wie Sie gerade richtig dargestellt haben, wir die Situation haben, dass unverschlüsselte Kommunikation eben so ist, wie wenn Sie alle Ihre Informationen auf eine Postcard schreiben und verschicken. Ja? Das heißt, es geht nicht darum, von sich ein größeres Schloss, sondern tun Sie Ihre Informationen in Briefumschlag, ja, damit Sie wenigstens durchs Briefgeheimnis geschützt sind, also jetzt mal als Analogie. Ne, und da wird die Sache auf den Kopf gestellt und dann wird versucht, das eine gegen das andere auszuspielen. Und da sage ich, dieser Gefahr müssen wir widerstehen und wir müssen immer sagen, wir helfen uns gegenseitig da, wo wir es eben am besten können. Ich möchte vielleicht darauf gleich auch noch eingehen, nämlich mit der Telefonie. Auch da kann man auf mehreren Ebenen was tun dagegen. Einerseits kann man natürlich hergehen und sagen, okay, wenn ich per Telefon vertraulich kommunizieren möchte, dann gibt es die Möglichkeit, mit Wertkarten zu telefonieren. Das sollte man, klappt das in Österreich? Also theoretisch klappt es, wenn man nicht ehemaliger Finanzminister ist und 8 unterschiedliche Wertkarten ins gleiche Handy steckt und eben nicht weiß, dass auch Handys eine eindeutige Kennung haben und damit wieder zusammenführbar ist. Aber im Prinzip geht das. Was aber auch zeigt, dass es ein gewisses Wissen dafür braucht und man sollte auch überlegen, wo man einkauft. Das zeigt das Beispiel eines
Einbrechers, der in einem österreichischen Museum diese Saliera mitgenommen hat, den hat man erwischt, weil in dem Handyshop, wo er die Wertkarte gekauft hat, eine Videoüberwachung war. Und anhand des Kaufzeitpunkts hat man dann ein Video identifizieren können. Also mit entsprechender Vorsicht und guten Überlegen, wie man es macht, kann man schon. Ein wesentlicher Punkt ist aber auch auf der politischen Ebene da wieder, weil es darum geht, dass es ja ganz klare Regeln dafür gibt, wie lange solche Daten verfügbar sind. Wir haben jetzt auch etwas, wo ich mit involviert war im Rahmen des AK-Vorrat, die Vorratsspeicherung nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa abschafft. Mal schauen, wir hoffen stark darauf, dass das auch hält und dass das so bleibt. Das AKH-Urteil ist weitreichend genug, dass es deutlich über die Vorratsdatenspeicherung hinausgehen wird. Aber der Punkt ist, wir haben in Österreich eine Rechtssituation, wo man solche Verbindungsdaten circa 3 Monate aufbewahren darf, aus Rechnungslegungsgründen und Ähnlichem. Der Punkt ist nur, es gibt dann halt immer wieder, zum Beispiel voriges Jahr, einen Mordprozess, wo Standortdaten, die 5,5 Jahre alt sind, dazu verwendet werden, um einen Täter per Indizien zu überführen. Und da ist die Rolle der Journalisten war ganz gewaltig, einmal nachzufragen, Moment einmal, 5,5 Jahre alte Verbindungsdaten, wo kommen die denn her überhaupt? Das ist schwer rechtswidrig, dass es die überhaupt noch gibt. Das ist zwar in diesem einen speziellen Mordfall vielleicht ganz praktisch, dass es gibt, und nachdem es in Österreich keine Beweisverwertungsverbote gibt, kann man die dann auch vor Gericht praktisch verwenden. Aber der Kernpunkt ist, das heißt, dass unser aller Kommunikation 5,5 Jahre später noch nachvollziehbar ist. Und da einmal genauer hinzuschauen, nachzufragen, liebe Leute in der Politik, wer kontrolliert denn die Regeln, die ihr da macht, dafür, wie lange solche Daten geben darf? Wer ist denn da derjenige, der wirklich nachschauen geht? Und welche Sanktionen gibt es, wenn man gegen diese Regeln verstößt? Das ist der Knackpunkt, weil für die Justiz ist es natürlich recht praktisch, dass gegen diese Regeln verstoßen wird, weil dann hat man wieder mal so einen Mordprozess und ja super, da gibt es eh diesen einen Anbieter, der hat das immer so lang, weil er findet es auch praktisch. Und genau über diese Sache muss man drüber. Und da ist, denke ich, die Rolle der Journalistinnen und Journalisten, gezielt auch Fragen bei solchen Dingen zu stellen, auch nämlich aus Eigeninteresse, weil es auch um die eigene Kommunikation geht, eine ganz große. Taugt ja auch immer wahnsinnig gut zur Rechtfertigung, wenn man so einen Fall hat. Ne? Also ich möchte gerne etwas fragen, weil mir leuchtet ein, dass man auf allen Ebenen was tun muss. Gefordert sind da auch sicher die Medienunternehmer als Management, weil solche Sachen auch einfach strukturell sind. Das kann nicht nur auf Initiative eines Journalisten oder einer Journalistin sein, aber ich hätte trotzdem gerne wissen wollen, wo konkret kriege ich Informationen, wenn ich was tun will, wenn ich eine E-Mail verschlüsseln oder was immer machen will. Ich glaube, es geht noch, hätte mich interessiert. Ich bin seit langem auch unter anderem selbstständig und die Wirtschaftskammer Österreich hat eine Roadshow gemacht über die Sicherheitslücken. Ich muss sagen, 3 Stunden eine Roadshow, 10 verschiedene Punkte, mir ist nachher schwind geworden, wo ich überall anfällig bin, allein mit meinem kleinen Laptop, also welche Sicherheitsmankos da gibt. Jetzt bin ich keine Technikerin, das ist das nächste Punkt. Ich sehe einfach immer dieses Unverständnis, weil ich höre oft fasziniert zu. Du, Markus, kannst das super erklären, aber weil ich es von dir kenne, aber manche, da fangt schon an, dass du einfach, weil du keine Ahnung hast über die Zusammenhänge, auch nicht darüber berichten kannst, weil du nicht kapierst, worum es wirklich geht. Das heißt, da wäre auch der Wunsch, dass man Tools entwickelt, allverständlicher Mensch auch kapiert. Was ich noch sagen wollte, ist, meine Erfahrung aus dem Automobilbereich ist vielleicht ein bisschen ein sehr erdiger, aber wurscht, das kapiert man am besten. Wenn ich Autodiebstahl habe, haben heute die Täter viele Möglichkeiten, auch digital Codes zu knappen und so weiter. Aber in der Praxis ist es immer noch gut, wenn ich meine Lenkrad versperrt habe mit einem massiven Schloss. Weil das schreckt schon einmal ein bisschen ab. Ich glaube, so ähnlich ist es auch in der digitalen Welt. Wenn ich gewisse Dinge mache, eben die Postkarte in den Brief eingebe, ist schon einmal ein gewisser Schutz. Daher ist das nicht, ich sehe das durchaus positiv, dass auch einfache Sachen, nur das muss ich einfach wissen. Und was mir heute Sie da gesagt haben, finde ich ungeheuer, diese Ausstattung. Aber da, glaube ich, haben wir Journalisten jetzt zum Beispiel tolle Geschichten, die man nachrecherchieren kann, die man verbreiten muss, weil ich glaube, viele Leute keine Ahnung haben. Letzte Anmerkung noch. Markus, bei dir hat mir eines gefehlt. Du hast vor 2 Wochen
in unserem gemeinsamen Workshop über Datenjournalismus eine ungeheure Zahl gesagt, die mir heute noch irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, dass Österreich, was also die Datentransparenz allgemein betrifft, im Ranking im Internationalen an vorletzter Stelle, ich glaube, an letzter Stelle ist. Da habe ich mich schon geniert, auch hinter allen Entwicklungsstaaten. Ich war beschämt, dass ich das nicht wusste. Ich kann also nur auffordern, wir Journalisten sollten eigentlich auch diesen tollen Work zum Anlass nehmen, viele, viele Geschichten in die Öffentlichkeit zu tragen, weil es ist wichtig, dass man das nicht weiß. Danke, Lydia. Das ist eindeutig die Stelle, um zu sagen, man kann zum Beispiel einen Workshop mit dem Pepi Zawodzki beim FIUM besuchen. Zum Thema sichere Kommunikation steht auf der Website, ich weiß das Datum jetzt gar nicht auswendig. Das ist nämlich auch so erklärt, ja, wir wissen das Datum nicht, aber demnächst. Jedenfalls ist es dann so, dass man es auch kapiert, wenn man keine Ahnung hat. Ich habe mich ja auch am Anfang gleich als Anfängerin geoutet. Aber ich möchte nämlich auch dich jetzt, Sarah, gleich fragen, weil das anschließt an das, glaube ich, so was konkret, ob du ein bisschen erzählen kannst aus der konkreten Praxis oder was auch immer. Nein, mir ist ein Thema ein bisschen abgegangen, weil ich den Egoismus ganz lieb, dass immer so, hey, was mache ich, wenn ein Snowden zu mir kommt, weil... Und dann fragt mich der, hast du PGP? Und ich sage, na sicher nicht, weil das sind die Metadaten, machen wir XMPP übrigens. Aber was ist eigentlich, wenn ich eine Quelle habe, der sagt, also und ein Informant, der zum Whistleblower wird, damit das in einem Mindset eines Menschen passiert, da passiert ja auch schon sehr viel. Weil wir wissen, dass ein Whistleblower nicht sagt, also jetzt, finde ich, ist dieser Punkt, sondern es sind Leute, die hadern ganz viel mit sich. Es gibt eine hohe Selbstmordrate bei Leuten, die sagen, ich kann mit dem, was ich weiß, nicht umgehen. Es gibt Leute, die drücken sich, also unter Anführungszeichen, indem sie kündigen und einfach sagen, ich möchte es vergessen, möchte nicht mehr damit zu tun haben. Und nur Leute, die auch für sich, also der Whistleblower im reinen Sinne jetzt, die ethische Verantwortung hat, dass er sagt, ich bin ein Unternehmen, an das glaube ich eigentlich, aber ein paar Sachen passen mir nicht und ich bin 20.000 Mal gegen Mauern gelaufen, ich habe das nicht verändern können. Was kann ich tun, um etwas, was ich eigentlich als richtig und wichtig empfinde, zu verändern? Das sind die, wo sich ein ganz kleiner Prozentsatz dann an Journalisten wendet. Und wenn die diese Entscheidung treffen, finde ich das sehr lieb, dass wir davon ausgehen, dass die alle Snowden sind und sagen, hey, do you PGP? Sondern was mache ich eigentlich, um den Whistleblower zu schützen, wenn jemand mich, blöd gesagt, weil er meine Handynummer kennt, anruft und sagt, das ist die super Geschichte und ich muss dir jetzt alles erzählen und ich muss sagen, stopp, wir telefonieren am Handy. Weil das ist nämlich ein Weg, der mir viel zu selten beachtet wird. Wie schütze ich den Whistleblower vor sich selbst? Wenn der sagt, jetzt ist der Zeitpunkt getroffen, ich möchte raus mit meiner Geschichte und will am Telefon alles erzählen, was geht. Und keine Ahnung, wer schon in solchen Situationen war, aber der schreibt die E-Mail, weil ich so ein glücklicher Mensch bin, dass der sich mich aussucht zum Beispiel. Und das ist ein Thema, das wird für mich noch viel zu selten beachtet, weil wir noch so ein bisschen, was können wir Journalisten eigentlich tun? Wie können wir es tun und so weiter. Der zweite Punkt, weil du eben gemeint hast, das tut man als Journalist, ich sage, weil eben auch oft das Argument kommt, naja, wem passiert schon ein Snowden, wenn man so sagt, das ist die tolle journalistische Geschichte, die wir so wahnsinnig gern hätten. Ich glaube, dass es auch fahrlässig ist zu sagen, na, wenn dann der Snowden kommt, dann mache ich das wie der Greenwald und bringe es mir halt bei, sondern das, was ja auch noch eine Rolle spielt, wenn wir von Metadaten und Data reden, ist ein Normalverhalten, von dem man ausgehen kann. Wenn man jetzt da sagt, ich habe diese Gesamtüberwachung und dann hat man die Gesamtüberwachung des Journalisten XY und auf einmal kommt der Peak, wo auf einmal ganz viel verschlüsselt wird. Dann sage ich, was wird jemanden am meisten interessieren? Und das ist sicher der Zeitpunkt, wo der sagt, oh, da verhält sich die Person anders. Auf einmal kauft er sich ein zweites, drittes, viertes Handy und hat 18 SIM-Karten und auf einmal ist da PGP, bei den anderen nicht. Wo werde ich mir wirklich Mühe geben und sagen, dann mache ich jetzt eine gezielte Attacke hin, weil da ist, das ist es mir wert. Das heißt, das, was wir eigentlich machen müssen, ist, und da bin ich jetzt gar nicht so technisch, dass ich sage, wir brauchen jetzt da alles, was es an Verschlüsselung und Co. gibt und 80 Millionen Workshops, sondern vor allem mal Informationsworkshops, wo ich die beiden übrigens auch tatsächlich wiederempfehlen kann, wo ich dann sage, es ist wie Mode. Auswahl gibt es eine riesengroße. Was passt zu mir und meinem Arbeitsstil und wo kann ich mir dann auch vorstellen, dass ich das in meinen Alltag unterbringe? Das ist den billigsten Vergleich wahrscheinlich, den es gibt. Dass ich,
würde ich mir denken, ich gehe in BH und Unterhose raus in der Früh und denke mir, nein, ich würde mir schon denken, ich ziehe mir vorher was an. Und wenn das so in den Alltag integrierbar ist, dass ich sage, bevor ich meinen Computer einschalte, das ist jetzt was ich verrate, den Rest nicht, aber bevor ich meinen Computer einschalte, habe ich mein 80-stelliges Passwort, damit das Teil überhaupt in die Höhe geht. Und mir würde was abgehen, wenn dem nicht so ist. Es nervt mich irrsinnig, wenn ich mich vertippe und ich weiß, ich kann nicht ganz wieder von vorn beginnen. Und das ist der Schritt 1 von vielen Schritten, die bei mir passieren. Einfach, weil ich sie für wichtig halte. Kann deswegen jemand rein, wenn der sagt, ich will? Absolut. Also das wäre das Thema, wo ich eigentlich sage, das wäre so eins, das man aufgreifen müsste, weil Sie es angesprochen haben, Zero-Day-Trading. Also wohin komme ich da, wenn ich das auch schon offiziell zugebe, dass ich Geld ausgebe und dann natürlich die nächsten Staaten sagen, na, wenn der BND das macht, das eigentlich auch machen und dann haben wir alle Zero-Days, müssen uns entscheiden, ob wir angreifen oder verteidigen und haben dann endlich unsere Schlagzeile Cyber mal in die Tat umgesetzt und nichts anderes heißt das dann eigentlich, dass wir uns des Schwarzmarkts bedienen, um Recht und Ordnung, man möge den Satz vervollständigen. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr stark der Meinung, dass es vor allem, dass wir jetzt bei dem Punkt sind des Wissens. Also wir wissen, danke Snowden, danke Greenwald, danke alle, dass da was ist, was für uns unkontrollierbar scheint. Das muss den nächsten Schritt erreichen zum Bewusstsein. Und das, was, glaube ich, uns falsch kommuniziert wird, wir dann falsch auch weiter kommunizieren, ist immer diese Angst vor der Technik, von wegen, die sagen, ja klar, ihr sagt halbe Stunde und ich weiß genau, für mich dauert das ein halbes Leben, weil ich will den einschalten und ausschalten und das war's. Die schlechte Nachricht ist, Windows ist damit ziemlich eingefahren, glaube ich, oder was? Auch Apple, von wegen, ich mache einen PC, der hat gar keinen Ein-Ausschaltknopf mehr, weil der eigentlich eh nur Zierde ist. Und das hat dann den Benutzer doch sehr irritiert, offiziell vorgeführt zu bekommen, dass wir die echte Gewalt über die Geräte gar nicht mehr haben. Sie haben ihn wieder eingeführt dann. Es geht nicht darum, alles zu wissen. Es geht nur darum, das zu machen, wo man sagt, ich sage, im schlimmsten Fall Gamification. Ja, wenn Sie unbedingt rein wollen, kommen Sie rein. Aber ich kann es Ihnen wenigstens so schwer wie möglich machen. Und wenn dann Snowden kommt, das ist nämlich das Erste, was ich übrigens machen würde, ist eine Rechtsschutzversicherung. Also wenn wir schon von Quellen sprechen und so weiter, wenn dann wer kommt und sagt, also wenn er so nett ist übrigens und sagt, übrigens, überwachen Sie, dann ist er der Erste, wo ich hinrenne und ich sage, du, ich bin echt armer Journalist, aber ich habe eine Rechtsschutzversicherung, bitte mach eine Ausnahme und wir kennen doch irgendwie einen gemeinsamen Freund oder irgendwas packe ich dann schon aus und bettel, ja. Aber dann ist er der Erste, wo ich mal hingehe und sage, jetzt hilfst du mir. Und sich auf das Medienhaus zu verlassen, und das ist auch schon mein letzter Satz, das ist lieb, nett, richtig und wichtig und wir machen das ja bei Geschichten auch. Und ich glaube, das ist ja auch die Dualität. Wir schreiben und leben ja für die Öffentlichkeit. Also alles, was ich mache, soll ja einen Leser, einen Seher, einen Hörer haben. Und auf einmal heißt es, naja, also, aber eigentlich auch irgendwie nicht, ist ja schon so fast ein bisschen Widerspruch zum Journalismus, weil am Ende soll es öffentlich sein. Ist ja halt die Verantwortung, mit der wir umgehen müssen und was wir eigentlich schon immer gehabt haben, was nur eine neue Dimension bekommt. Und dass unsere Geschichten ja auch nochmal gelesen werden, vom CVD-Chefredakteur bis hin zu, wer es eben auch lesen will. Und wir sagen, wir sichern uns dadurch auch ab, dass nicht, dass mehrere Augen eine Geschichte vielleicht auch aus mehreren Blickwinkeln und so weiter sehen können, ist ja genauso wichtig. Nur wenn es dann eben um Quellenschutz geht und so weiter, das ist, würde ich jetzt hergehen und sagen, ich teile meine Quelle mit Ihnen allen, weil Sharing is Sharing und meine Geschichte ist eure Geschichte, never. Also jeder wird von einem anderen Journalisten sich sehr viel antun, nicht zu verraten, wer seine Quelle ist, weil dann gebe ich ihm meine Geschichten her. Und dann sind wir bereit, obwohl wir es wissen, dass so großzügig, aber mit jedem anderen, die, ich sage, schlechtere Interessen haben, wahrscheinlich als ein konkurrierender Journalist, das ist bei mir reiner Egoismus und Arroganz, das sehe ich echt nicht ein. Ich habe da ein. Entschuldigung, ich habe nur eine kleine Nachfrage dazu. Können wir davon ausgehen, bitte erklärt mir das doch hier, dass wenn der Fall eintritt, ich verschlüssel nie was und plötzlich verschlüssel ich alles und kaufe mir 7 Handywertkarten, dass das sofort auffällt und wem fällt das sofort auf?
wenn wir von der Gesamtüberwachung ausgehen, dann kann man davon ausgehen, dass es auch einfach gemessen wird, wo es Peaks gibt und so weiter. Also ich habe auch mit Kollegen geredet, also keine Namen, ich bin frei, also man kann mich jetzt keinem Haus zuordnen, wäre auch falsch, wenn man es versuchen würde, die gesagt haben, sie verschlüsseln absichtlich nicht, weil sie mögen ja noch nach Amerika fahren und da würden sie ja dann gewisse Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das heißt, dass abseits des Journalismus, das für mich in der Rückfolge bedeutet hat, dass Verschlüsselung Zivilcourage ist und für mich bedeuten würde, es erst recht einzusetzen. Ich sage, wenn du was machst, also wenn das Haus brennt und dann packst deine Sachen und rennst raus, wirst du nur das Notwendigste kriegen. Wenn du dich auf etwas vorbereitest, auf den Urlaub zum Beispiel, und du sagst, na, da packe ich meine Sachen, schau, dass jemand kommt, der die Pflanzen gießt, die Katze füttert und so weiter und so fort, dem Haus mit großer Wahrscheinlichkeit nichts passieren, du hast dann einen super Urlaub. Wenn es überstürzt, das werden Sie wahrscheinlich wissen, wenn du flüchten musst, nicht so gut kümmern, nimmst das Notwendigste und hoffst meistens, dein Leben wenigstens doch mitbekommen zu können. Das heißt, hier haben wir einen Fall, wo wir uns vorbereiten können, wo wir uns informieren können, wo es Möglichkeiten gibt, wo es so eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, dass ich auch sagen kann, ich nehme das, wo ich finde, das ist super für mich. Und beim Finn bin ich übrigens dahingehend mit PGP, dass immer was raus, was trotzdem im Ende, wie Sie auch gesagt haben, sehr komplex ist. Und ich sage, fang doch mit was an und ja, okay. CryptoCat ist ein nettes Chatprogramm und ist auf jeden Fall besser als Facebook-Chat zum Beispiel, wo man sich daran gewöhnen kann, dass die Performance für uns, wenn wir es einfach sehen als Chatprogramm, nicht anders ist. Also ich lese, was der andere schreibt und denke mir, na, wo ist denn da die Verschlüsselung hin und ist das wirklich verschlüsselt? Und das ist das Wunderschöne daran, dass man nicht das Gefühl hat, mitlaufen zu müssen und dann muss ich ein Jahr lang dafür trainieren und mich durch Artikel durchzulesen müssen. PGP gibt uns oft das Gefühl, dass ich doch jetzt da alles verstehen muss, weil ansonsten bin ich ein unfähiger Tropf in der großen IT-Landschaft. Und besser wird es immer jemand wissen. Und das ist auch eine, finde ich, wertvolle Lektion in Demut, auch tatsächlich wieder zu einem Techniker, weil wir sind ja die Meister des Halbwissens auch sehr oft. Ne? Wir haben in Themen sehr, sehr großes Wissen. Für mich zumindest dann eben zu Experten zu rennen und sagen, klar, ich mache Geschichten darüber, aber da stehe ich an, er hilft mir. Danke. Passt. Was? Du sollst gern weiter. Ja, ich möchte ein bisschen jetzt, weil ich glaube, wir sind jetzt schon ausgelaugt. Ich möchte jetzt zu einem Schlusspunkt kommen. Das noch ins, magst du Schluss sagen? Nein, das geben wir unserem Gast das Wort. Aber ich glaube, sag noch kurz. Also bei meinem Workshop im Haus, für den ich nur 2,5 Stunden Zeit bekommen habe, aus Gründen, steht nicht ganz groß Security, sondern es steht ganz groß digitale Hygiene. Und das ist genau das, was du erst angesprochen hast. Machen wir Dinge, die grundsätzlich funktionieren und gewöhnen wir uns dran, am Morgen zu duschen und das Passwort einzugeben. Und alles Weitere können wir dann später weitermachen. Und das Schöne daran ist, sobald man sich an sowas gewöhnt hat, ist es quasi Teil der Arbeit. Und alle unsere Arbeit ist, Geschichten zu machen, unsere Verschlüsselung zu kennen. Oder es ist ein Teil der Arbeit vielleicht, oder es ist eine Verantwortung, die wir haben, aber es ist nicht der Kern der Arbeit. Und irgendwie müssen wir schauen, dass wir die Arbeit, wir Techniker müssen schauen, dass die Arbeit irgendwie möglich ist und gleichzeitig sicher möglich ist. Natürlich als Journalisten haben wir ethische Verpflichtungen, das auch diese Angebote anzunehmen. Und ich möchte euch alle dazu aufrufen, das zu tun. Workshop mit Peppi. Aber schlussendlich, wenn die Frage ist, mache ich jetzt verschlüssel ich oder mache ich die Geschichte, wird bei vielen Leuten am Schluss rauskommen, es wird die Geschichte gemacht. Und ich glaube, ich muss das verstehen. Das ist irgendwie Teil des Lebens.
Wir haben eine Umfrage gemacht zu Sicherheit und Verschlüsselung von Newsrooms und haben an 10, 15 Medien, glaube ich, einen kleinen Fragebogen geschickt und nur von einem eine Antwort bekommen überhaupt. Das war die Presse übrigens, Shoutout an die Presse, super. Die Kernfrage in dem war, gibt es überhaupt jemanden, an den sich die Journalistinnen und Journalisten wenden können, wenn sie Fragen haben? Das ist mal das Grundding, das ich denke, das existieren sollte. Alles in Medien, wo das gut funktioniert, es gibt das Look Media mit The Intercept, die einen Morgan McKeever und Michael Lee angestellt haben, die einerseits Sicherheitszeugs machen und andererseits redaktionell mitarbeiten. Es gibt ProPublica auch, die mit Sicherheitsexpertinnen und Experten zusammenarbeiten. Und ein Tipp, den ich von Ihnen gehört habe, ist, es muss einen verschlüsselten Kanal geben, wie einen Chat zum Beispiel, über den verkündet wird, wann wo Kuchen steht. Und so gewöhnt man sich an verschlüsselte Kommunikation im Alltag. Schönen Ansatz. Ja, okay. Zwei kurze Wortmeldungen. Ja, weil wir jetzt schon seit längerer Zeit zum Thema überwacht und ausgespäht reden, würde mich interessieren, was geschieht mit der Aufzeichnung? Oder ist das eine Aufzeichnung? Was geschieht mit dem? Werden wir hier überwacht und ausgespäht? Wenn ja, von wem? Wenn nein, warum machen wir den ganzen Zirkus hier? Ich würde gern sagen, das ist öffentlich, genauso wie es hier öffentlich ist. Hier kann jeder live hinkommen und hier kann auch jeder online mitreden. Weil wir denken, dass das Thema wichtig ist und dass es möglichst viele Leute erreichen soll und wir hier ja nichts Geheimes. Also das ist genauso öffentlich, wie wenn Sie hierher kommen und hier mit uns reden. Na, wir haben 16 bis 20 Leute zugehört. Und es fällt mir gerade auf, dass es ja einen Chat gibt und hat da jemand drauf geguckt? Okay, ja, aber da gab es keine Fragen. Aber da gab es nur den Hinweis, okay. PGP ist schwierig. Ich möchte vielleicht nur einen kurzen politischen Punkt noch einmal aufmachen, weil du vorhin die Frage gestellt hast, wer überwacht uns eigentlich. Ne? Dadurch, dass die Enthüllungen von Edward Snowden kommen, sind die natürlich sehr amerikalastig, sehr USA-lastig mit GCHQ in Großbritannien und den anderen dieser fünf Staaten. Aber wenn man sich die Landschaft in Europa anschaut, in der Europäischen Union anschaut, dann muss man ganz klar sagen, dass der Deutsche Bundesnachrichtendienst, glaube ich, 30% der Auslandskommunikation Deutschlands überwachen darf. Und was ist denn wieder? Oder 20, aber einen gewissen Prozentsatz jedenfalls an Auslandskommunikation. Und jetzt stellt sich die Frage, wer ist denn Ausland für die Bundesrepublik Deutschland? Österreich zum Beispiel ist Ausland. Das muss man sich, wenn man schon gedanklich so in der Europäischen Union als Europäer verankert ist und keine Grenzen hat, die gleiche Währung hat, denselben Reisepass sozusagen in der Hand, der genau gleich ausschaut, muss man sich das erst wieder vergegenwärtigen. Wir sind da der Feind. Und wenn jetzt Österreich überwacht von der Königswarte aus, ist auch das Ausland betroffen von dieser Überwachung, aber wer ist denn dort das Ausland? Also wir reden auch dann politisch oft einmal darüber, dass wir ein No-Spy-Abkommen mit den USA brauchen, nur was wir vielleicht zuerst brauchen würden, ist ein No-Spy-Abkommen zwischen Deutschland und Österreich und dann mit den anderen europäischen Mitgliedstaaten, wo es darum geht, dass wir gleiche Datenschutzregelungen haben, dass wir gemeinsame Wirtschaftspolitik haben, dass wir zu teilen eine gemeinsame Sicherheitspolitik haben, soweit man das halt irgendwie unter den Hut bringen kann, dass wir uns immer überlegen, können wir uns jetzt gegenseitig bitte so weit vertrauen, dass wir nicht gegenseitig unsere Kommunikation und die Kommunikation unserer Bürger abhören müssen, um dann in Brüssel irgendwo bei der Ratssitzung jeder so seine Geheimdokumente auszupacken, was die da drüben jetzt vielleicht jetzt ausgemauschelt haben. Also ich denke, da ist ein ganz großer Aspekt noch drinnen, wo es einfach darum geht, europäische
das europäische Thema zu begreifen und sie zu vergegenwärtigen, das sind nicht nur die Bösen da auf der anderen Seite vom großen Teich, sondern das ist immer und allgegenwärtig. Und deshalb muss man wirklich davon ausgehen, dass alles, was man im Internet tut, von irgendjemandem auf jeden Fall überwacht wird, egal wo er sitzt. Ja, ich nutze das natürlich jetzt gnadenlos aus, dass ich der Letzte bin, genau, dass ich erstens die ganze Zeit ein eigenes Mikro habe und zweitens jetzt auch noch das Schlusswort sagen darf. Nein, also zum einen, ja, völlig richtig, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen, ne? Wie uns ja jetzt immer wieder vor Augen geführt wird, und Österreich ist natürlich viel zu klein, als dass wir Deutschen ein No-Spy-Abkommen abschließen würden. Da kann man sich dann mal schön vergegenwärtigen, in welcher Situation die Deutschen gegenüber den USA sind, ja. Ja, ist natürlich genauso, wie Sie es sagen. Die Deutschen haben ein Riesenproblem damit, dass die Amerikaner uns überwachen, weil sie uns als Ausland sehen, als Ausländer sehen, haben aber kein Problem damit, die Kommunikation in Afghanistan zu überwachen. Ja, also da sind natürlich diese ganzen Paradoxien drin, die man auch mal ansprechen und auflösen kann man sie nicht, sondern die muss man ansprechen, damit das einfach auch mal klar wird, wie da agiert wird. Aber ich möchte diese Punkte aufgreifen, die Sie beide gemacht haben eben. Das ist mir noch wichtig. Also zum einen die Frage, von wo muss Veränderungen kommen? Ich glaube, dass ganz viel eigentlich top-down passieren müsste. Ja, aber habe ich Hoffnung, dass das passiert? Relativ wenig. Gehen wir mal weg vom Journalismus und gucken uns an. Es gibt Firmen, die haben, die sind extrem von Geschäftsgeheimnissen abhängig. Ja. Und die installieren jetzt mal wieder irgendwie eine neue SharePoint-Geschichte von Microsoft. Ja. Und dann denkt man sich, hallo? Habt ihr irgendwas begriffen? Ja, es gibt keine Firma, die an der Stelle kompromittierter ist als Microsoft, und ihr sagt gerade, ja, wir installieren jetzt so was Neues, so ein System, bei dem dann am Ende alle unsere Geschäftsgeheimnisse über deren Server laufen. Ja, und dann weiß man eigentlich nicht mehr so richtig, was man dazu sagen soll. Andererseits ist mir allerdings auch klar, was es für eine Herkulesaufgabe wäre, sagen wir mal, ein Unternehmen wie Siemens mit 400.000 Mitarbeitern weltweit zum Beispiel, umzustellen auf eine sicherere Art von Kommunikation. Ja, da muss jedem Vorstandsmitglied, also zum Beispiel dem Technikchef oder wem auch immer, muss da schwarz vor Augen werden. Ja. Heißt das dann am Ende, dass man die Hände in den Schoß legt und nichts macht? Nein, das denke ich natürlich nicht, aber wir müssen uns auch immer, glaube ich, über beide Seiten klar sein. Und dann eben nochmal zu dieser Frage, wie ist es denn individuell mit der Kommunikation, und da möchte ich das wirklich aufgreifen. Bedrohungsszenarien, das hört sich immer so abstrakt an. Sie haben es wesentlich anschaulicher dargestellt. Wie arbeite ich denn eigentlich? Wo bin ich denn überhaupt Ziel von einer Überwachung oder von einer Augen? Was muss ich eigentlich tun? Wie muss ich mich darauf vorbereiten? Oder wie kann ich mich dagegen schützen, um eben nicht immer gleich mit der großen Keule zu kommen? Wir haben aber trotzdem auch hier eben diese schwierige Situation, dass wir einerseits wissen, es wird versucht, alles zu überwachen und abzusaugen, was wir kommunizieren. Dann fällt es relativ schwer, auf der anderen Seite zu sagen, ja, aber ich mache nur bestimmte Dinge und deswegen muss ich mich nur gegen bestimmte Dinge schützen. Wir wissen einfach nicht, wogegen wir uns im Moment schützen müssen. Deswegen ist das natürlich trotzdem richtig, was Sie gesagt haben, was steht jetzt da? Wo gibt es den Kuchen? Ah, okay, in Ordnung. Ist aber kein verschlüsselter Chat, der da läuft über Adobe Connect, ja. Nein, also es ist völlig klar, dass wir das erstens einüben müssen in der Praxis, damit wir gewappnet sind, wenn es soweit ist. Und es gibt diese ganzen Probleme damit, dass man sozusagen das rote Fähnchen raushängt, wenn man Tor verwendet, ja, um seine Kommunikation, sein Surfverhalten zu verschlüsseln. Oder wenn man auf einmal anfängt, verschlüsselte Kommunikation an anderen Stellen zu verwenden. Ja, und das ist eben genau dann der Grund, warum ich sage, anfangen, es tun, es einüben im Alltag, und ja, es ist richtig, es ist für viele komplex, und ich versuche immer absichtlich, also ich versuche mich daran zu erinnern. Ich mache seit 12 Jahren ungefähr Workshops zur Kommunikationssicherheit für Journalisten, die lange schon nicht mehr so heißen, weil dann keiner kommt, ne, sondern die dann heißen zum Beispiel digitaler Informantenschutz oder digitaler Quellenschutz oder so, wozu Journalisten viel eher ein Verhältnis aufbauen können. Ja, da ist diese Namensgebung auch einfach enorm wichtig. Das war ja das Beispiel von Herrn Hamidner. Ich mache diese Workshops schon seit sehr langer Zeit. Ich habe den Eindruck, dass bis zu Snowden ich einen einzigen deutschen Journalisten davon überzeugen konnte, solche Maßnahmen zu ergreifen, weil der nämlich in Bolivien arbeitet.
Ja? Alle anderen haben zwar dieses Seminar mitgemacht und fanden das auch total interessant und spannend, haben das aber nie wieder verwendet hinterher. Diejenigen, die es verwendet haben, waren die Kollegen in Syrien und in Ägypten. Das liegt ja auch nahe. Ja? So, jetzt kann man sich überlegen, ist das einfach noch nicht hier angekommen, dass wir quasi unter Bedingungen wie in Syrien oder Ägypten arbeiten? Nee, so weit darf man nicht gehen. Es passiert hier einfach nicht, dass ständig Journalisten zusammengeschlagen werden, im Gefängnis landen, dass ihr Leben bedroht ist. Deswegen ist eben einfach das Bedrohungsszenario hier viel geringer und deswegen fällt es auch so viel schwerer, die Aufmerksamkeit zu erregen. Am Ende muss man sich die sehr unbequeme Frage stellen, ja, aber wenn doch nichts passiert, wenn Geheimdienst uns doch nicht erpresst mit dem Wissen, was er um uns hat, sollen wir uns denn dann überhaupt schützen? Ich glaube, die Antwort, die Sie von mir bekommen, ist völlig klar. Natürlich müssen wir das, aber das sind diese ganz unbequemen Fragen, denen wir uns auch stellen müssen, wenn wir mit der Öffentlichkeit das ganze Thema diskutieren. Jetzt würde ich vorschlagen, danke David, jetzt würde ich vorschlagen, dass wir uns dem Kuchen zuwenden. Oder vielleicht auch dem salzigen Zeug. Die gibt es nämlich draußen, um auf die Frage im Chat zu antworten, in der Concordia hier. Herzlichen Dank, Herr Spielkamp, fürs Kommen. Ganz, 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 ganz vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Fand es sehr interessant. Und für die Teilnehmer am Stream gibt es Cookies.